Herzlich willkommen zurück aus der Mittagspause. Herzlich willkommen zu Gesundheit Digital, unserer Übersichtsveranstaltung zu den wesentlichen Meilensteinen der letzten 4 Jahre. Wir machen weiter mit einem Thema, was lange eher nischig war und von einer kleinen Crowd quasi bearbeitet wurde. Was wir mit Absicht aber jetzt hier auf die große Bühne gezogen haben, weil wir glauben, es ist ganz wesentliche Fragestellungen diskutiert, die wir ohnehin bald grundsätzlich im Gesundheitswesen haben. Heute durch den Vormittag hat sich wie ein roter Faden gezogen die Frage, wie schaffen wir es, dass Daten zum richtigen Zeitpunkt in der Versorgung auch tatsächlich verfügbar sind. Die zweite Frage wurde zum Teil auch schon heute andiskutiert, zum Beispiel von Markus Leichdiek, nämlich die Frage, wie schaffen wir es eigentlich, dass die Daten, wenn sie ohnehin schon mal gespeichert im System vorliegen, auch genutzt werden können für die Forschung. Da gibt es eine wesentliche Veränderung, die in den letzten Jahren gesetzgeberisch auf den Weg gekommen ist, dazu gleich mehr zum Forschungsdatenzentrum. Ich habe die große Freude, meine beiden Kollegen anzukündigen, die jetzt die nächste Session moderieren werden. Wir haben ein Duo, was sich so, das muss man sagen, gefunden hat im HIH, nämlich Dr. Philipp Kircher, seines Zeichens Datenschutzrechtsanwalt, Experte für medizinischen Datenschutz, der aus einer sehr juristischen, regulatorischen Brille auf das Thema schaut. Und Lars Röhmheld, der selber bis vor kurzem, bis wir ihn zum HIH gelockt haben, Algorithmen entwickelt haben im Bereich Big Data, also eine sehr stark anwenderbezogene Perspektive haben. Ich freue mich sehr, dass wir die beiden im Team haben und die diese Session jetzt moderieren werden. Und damit übergebe ich auch gerne an Lars Röhmheld und Philipp Kircher. Vielen Dank, Henrik Mathis. Wir hoffen, Sie hatten eine gute und nahrhafte Mittagspause. Wenn mein Kollege Philipp Kircher und ich nach dem Essen so ein bisschen müde sind und nicht richtig in die Gänge kommen, dann denken wir uns, wir reden jetzt mal 1,5 Stunden über Forschungsdaten und Datenschutz. Deswegen freuen wir uns auf die nächsten 1,5 Stunden mit Ihnen, einer bunten Agenda und vielen Gästen, die Philipp weiter vorstellen wird. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, sowohl natürlich hier im Futurium in Berlin, aber natürlich auch an alle im Stream und auch an diejenigen, die heute in TriCat sich gefunden haben und vermutlich gerade eben wieder in den Konferenzraum gebeamt wurden, ob sie wollten oder nicht. Wir haben heute eine Agenda zusammengestellt und sprechen mit ganz interessanten Personen, die uns zum Thema Forschungsdaten viel erzählen können. Zunächst mal starten wir gleich mit Thomas Renner, Unterabteilungsleiter 51 in der Abteilung Digitalisierung und Innovation, der damit auch für die Gesetzgebung durch die aktuelle Legislatur, insbesondere im Bereich der Forschungsdaten, einer der Mitverantwortlichen, Hauptverantwortlichen, einer der Köpfe ist. Wir sprechen danach, und darüber freue ich mich sehr, mit dem neuen Leiter des Forschungsdatenzentrums beim BfArM, Herrn Dr. Steffen Hess, der uns erklären wird, was der aktuelle Status bei der Entwicklung und dem Aufbau dieses neuen Forschungsdatenzentrums ist und wie auch Nutzer später dieses Forschungsdatenzentrum dann entsprechend für sich nutzbar machen können. Anschließend haben wir zwei Impulsvorträge, einmal von Nick Schneider, Referatsleiter im BMG im Referat 511, Grundsatzfragen, neue Technologien und Datennutzung, also nicht nur Datenschutz, sondern die Nutzbarkeit der Daten. Einmal zu den Visionen der vernetzten Forschung und einer EU-Perspektive, die auch im BMG sich natürlich wiederfindet. Und dann mit einer Kollegin aus dem Bereich der Rechtswissenschaften, Frau Dr. Luisa Specht-Riemenschneider, Professorin an der Universität in Bonn, insbesondere mit einem Schwerpunkt auf das Datenrecht, die uns vor allem zum Data Governance Act und die aktuellen Entwicklungen auf europäischer Ebene etwas sagen wird. Wir werden danach auch gemeinsam die Möglichkeit haben, miteinander zu sprechen und hier auch gleich die Einladung an alle, die die Möglichkeit haben, Slido zu nutzen, entsprechend gerne Fragen zu stellen. Wir versuchen das dann entsprechend zu berücksichtigen. Anschließend sprechen wir noch mit einem Vertreter der AGENS, Privatdozent Dr. Enno Swart, der heute uns zugeschaltet werden wird. Das ist der schöne Vorteil eines solchen, ja dann doch hybrid ausgestalteten Events. Herr Swart und Herr Kollege Grote sollten eigentlich heute vor Ort sein. Die Züge haben das nicht ermöglicht, aber wir können umstellen und können das Ganze heute virtuell ermöglichen.
Anschließend werden wir noch einen kurzen Ausblick geben, kurze Impulse, Ideen aus dem HIH, wie man vielleicht in Zukunft mit Forschungsdaten weitergehen kann. Jetzt darf ich ganz herzlich begrüßen Thomas Renner hier auf der Bühne zu einem ersten Interview. Hintergründe, Gesetzgebungen, Herausforderungen. Wie hat das BMG sich diesem Thema angenommen? Schönen guten Tag, Herr Renner. Schönen guten Tag, hallo. Herr Renner, Forschungsdaten. Da lag durchaus ein Fokus drauf in der Gesetzgebung, hat vielleicht nicht ganz die Öffentlichkeit erreicht, wie das die schillernderen Themen wie die EPA oder die DIGA, die wir heute Morgen auch schon gehört haben, geschafft haben. Aber warum Forschungsdaten? Wo standen wir da so vor 4 Jahren und warum ist dieses Thema auch so ein Fokus für das BMG? Ich glaube, unser Blick auf die Forschungsdaten ist, dass die Analyse von Gesundheitsdaten einfach die Chance birgt, sowohl die Versorgung zu verbessern, als auch das Gesundheitssystem zu verbessern. Und wir haben ganz, ganz vielfältige Anwendungsfälle in der Analyse von Gesundheitsdaten, um beides zu tun. Man denke an Therapieoptionen zu vergleichen in der Analyse von Daten, Zusammenhänge aufzudecken bei Krankheiten oder auch jetzt, wenn man an das Versorgungssystem denkt, ist ein Patient, der in einem DMP ist, gesünder als ein Patient, der nicht in einem DMP ist? Wo haben wir Anzeichen von Über- oder Unterversorgung? Ich glaube, es gibt eine Vielzahl von Fragen, die einem sofort einfallen, wie man mit der guten Analyse von Daten Versorgung und das System verbessern kann. Und wir haben festgestellt, dass wir tolle Daten haben im deutschen Gesundheitswesen. Es gibt gute Routinedaten, die Kassen haben hervorragende Daten, es gibt gute klinische Daten, wir haben gute Registerdaten inzwischen aufgebaut. Allerdings sehen wir auch, haben wir auch zu Beginn der Legislatur festgestellt, dass es sehr Defizite gibt, wie wir mit diesen Daten umgehen können. Das heißt, die Datenverfügbarkeit war grundsätzlich in Grenzen da, aber eben nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und wir stellen so Dinge fest wie die klassische Fragmentierung von Daten, Datensilos, die für sich existieren, die wir aber eben nicht zusammenspielen können. Wir stellen fest, dass Daten häufig nicht aktuell genug sind, dass wir zu große Timelags haben. Teilweise sind die Datensätze, die wir verwenden, 3 Jahre alt und es gibt eigentlich technisch nicht mehr sehr viele Gründe dafür, dass wir so hohe Timelags haben. Wir haben rechtliche Hürden, die Unsicherheit, wer zu welchem Zeitpunkt was mit welchen Daten machen darf und zu welchem Zweck, ist ein ganz großes Thema in Deutschland. Natürlich auch, ich glaube, das Thema ist vermutlich am Vormittag auch schon diskutiert worden, Interoperabilitätsfragen, sowohl als in technischer Hinsicht als auch in semantischer Hinsicht. Und das sind nur einige der Defizite, die man hier aufführen kann. Insofern war die Agenda schnell geschrieben. Chancen sind erheblich und wir sehen Defizite, diese Chancen zu nutzen. Was ist denn dann so ein Zielbild, dass das BMG sich da möglicherweise schon aufgemalt hat? Als Zielbild verwende ich gern den Begriff des lernenden Gesundheitssystems. Auch wenn es der Sachverständige gerade jetzt auch nochmal gemacht hat, er hat es auch nicht erfunden, genauso wenig wie wir. Und ich glaube, der Begriff des lernenden Gesundheitssystems sagt, was wir mit Daten tun wollen, nämlich einen Prozess beobachten, feststellen, gibt es dort Defizite, dann gegebenenfalls durch Gesetzgebung oder durch Veränderungen von anderen Maßnahmen in dieses System einen Impact setzen und dann schauen, haben wir durch diesen Impact sozusagen zu einem besseren Ergebnis beigetragen. Und ich glaube, das ist einfach ein ganz, ganz dieser Abgleich, funktioniert das Gesundheitswesen so, wie wir das wollen, funktioniert die Versorgung so, wie wir das wollen, kann man im Grunde insbesondere nur datengetrieben wirklich, wirklich sinnvoll auf den Weg bringen. Dazu gehört für mich aber auch das Zielbild, dass wir den Datenschutz nicht nur als ein reines Abwehrrecht verstehen, sondern auch tatsächlich als einen patientenorientierten Datenschutz, der die Chancen von Datennutzung eben auch in den Blick nimmt. Sie haben schon gesagt, Sie haben ganz verschiedene Themenfelder identifiziert. Interoperabilität ist so eine Fragestellung, die möglicherweise nicht ausreichend gegeben ist. Die Silos entstehen vor allem ja auch dadurch, verschiedene Zuständigkeiten, rechtliche Hürden. Wie sind Sie denn bei der Ermittlung eines Handlungsbedarfs im Vorfeld für Ihre Gesetzgebungsvorschläge, die Sie ja als Formulierungsvorschläge natürlich nur ans Parlament stellen, aber sind Sie da vorgegangen?
Ich glaube, der erste Schritt bei unserem Handeln ist immer eine ehrliche Bestandsaufnahme. Wo stehen wir eigentlich? Und uns hat zu Beginn der Legislatur geholfen, dass wir sehr viel mit Experten des Systems gesprochen haben. Wir haben beispielsweise auch den Arbeitskreis der Nutzungsberechtigten für das Forschungsdatenzentrum nochmal zusammengetrommelt und in zwei Workshops untersucht, wo wollen wir hin mit dem Forschungsdatenzentrum? Wo nehmt ihr Defizite als Nutzer wahr? Wir haben rechtliche Gutachten in Auftrag gegeben, die die Frage beleuchten, was läuft schief im deutschen Datenschutzrecht mit den vielfältig verflochtenen unterschiedlichen Regelungen auf Bundesebene und auf Landesebene. Wir haben den HIH unter anderem gegründet, wo jetzt unter anderem Datenschutzexperten arbeiten und Data Health Science Experten arbeiten. Insofern glaube ich, war auch das für uns ein wichtiger Prozess und man kann es einfach übersetzen in, wir haben zugehört, wir haben versucht zu verstehen, auch dadurch, dass wir selbst die Kompetenz in unserem Ministerium, glaube ich, deutlich verstärkt haben und dann haben wir versucht umzusetzen. Jetzt kann man sich ja fragen, welche Forschungsbereiche gibt es so, welche Daten braucht man dafür? Datenschützer würden sagen, machen Sie doch möglichst wenig, machen Sie einen kurzen Snapshot sozusagen für die Daten, die Sie gerade brauchen und den Rest müssen Sie doch gar nicht erheben. Erforderlichkeit ist da sozusagen das Stichwort. Aber welche Bedeutung hat denn die Verwendung von vor allem longitudinalen Versorgungsdaten für das Gesundheitswesen? Etwas, was Sie ja jetzt auch mit einem Forschungsdatenzentrum nochmal stärker ermöglichen möchten. Ich glaube, dass die Verwendung von Zeitreihendaten im Gesundheitswesen einfach tatsächlich für uns der Königsweg der Politiksteuerung ist, weil wir genau das, was ich mit dem lernenden Gesundheitssystem erwähnt habe, nur mit Zeitreihendaten wirklich durchführen können, nämlich wo erkennen wir Defizite, wo haben wir mit Maßnahmen interveniert und hat diese Maßnahme zu einer Ergebnisänderung geführt. Und dafür brauchen wir longitudinale Daten. Und das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, der in dieser Anonymisierungsdebatte eine wichtige Rolle spielt. Zeitreihendaten heißt, dass ich im Jahr T plus 1 diese Daten dem alten Datensatz wieder zuspielen muss. Und das heißt eben, ich brauche pseudonymisierte Daten, damit ich irgendeinen Identifier habe, dass ich diese Daten wieder zusammenbringen kann. Aber es ist eine herausragende Rolle, Zeitreihenanalysen für uns. Jetzt haben wir gesagt, es gab verschiedene Gesetzgebungsinitiativen. Um ein bisschen konkreter zu werden, ein bisschen greifbarer das zu machen, was konkret haben Sie denn eigentlich angepackt? Was haben Sie erreicht in dieser Gesetzgebung? Nun, das Forschungsdatenzentrum haben Sie selbst schon genannt. Ich glaube tatsächlich, dass das auch einer der unserer Meilensteine war. Ganz einfach, weil wir kamen von einer Datentransparenz-Sammelstelle, bei der die Daten zunächst mal insbesondere sicher waren. Also es war über ein Antragsverfahren möglich, dort Daten zu bekommen, in einem deutlich kleineren Umfang, als es jetzt vorgesehen ist. Aber das Antragsverfahren hat gut und gerne auch mal über ein Jahr gedauert, an diese Daten zu kommen. Und das war für uns sozusagen ein Point of Action, dass wir gesagt haben, wir wollen dort verbessern. Das jetzige Forschungsdatenzentrum, der Kollege Hess wird dazu gleich noch mehr sagen, hat in der Tat eine deutlich breitere Datenbasis. Ich glaube, die Nutzerorientierung wurde einfach von Anfang an deutlich mehr gedacht. Wir haben auch Tech for Germany dort mit eingebunden, dass sie mal mit potenziellen Antragstellern sprechen und sagen, wie wünscht ihr euch ein Antragsverfahren? Weil wir glauben, dass genau in diesem Moment, in dem ich meinen Antrag stelle, ein wichtiger Zeitpunkt ist, Geschwindigkeit aufzunehmen. Denn wenn der Antrag vollständig ist und wenn ich weiß als Nutzer, als Forscher, wie mein Antrag aussehen muss, dann kann ich da schon den Prozess deutlich verbessern. Neben dem Forschungsdatenzentrum will ich auf jeden Fall die Datenfreigabe in der elektronischen Patientenakte nennen. Wichtig ist aus meiner Sicht auch die federführende Datenschutzaufsicht. Ich glaube, bei den, vielleicht können wir danach noch einen Takt dazu sagen, ich will es nur mal aufzählen. Auch in den Interoperabilitätsfragen ist bestimmt der eine oder andere Punkt heute Vormittag schon angesprochen worden. Wichtig, auch wenn es nicht direkt Gesetzgebung war, ist mir noch das Nationale Kompetenzzentrum für Terminologie im BfArM, also sprich die SNOMED-CT-Lizenzen, die es uns eben ermöglichen und Forschern ermöglichen, mit einer einheitlichen Terminologie inhaltlich vergleichbar
als Grundvoraussetzung für den Austausch von Daten, glaube ich, besser zu arbeiten. Das sind so mal die wichtigsten Themen. Man könnte noch vieles anwenden, der European Health Data Space, alles, was wir während der deutschen Ratspräsidentschaft gemacht haben, ist, glaube ich, auch noch wichtig da zu benennen, aber das waren so die wichtigsten Punkte. Wir sehen auch hier wieder die Interoperabilität, hatten wir heute schon angesprochen, insbesondere auch die Frage nach SnowMed-CT, Loink und den entsprechenden Standards, die wir verwenden müssen, durchzieht dieses Thema durchaus. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Forschungsdaten aus der EPA werden ermöglicht. Ab 2023 können Patientinnen solche EPA-Daten entsprechend freigeben. Welchen Mehrwert versprechen Sie sich denn von so einer Lösung? Ich glaube, die Datenfreigabe über die elektronische Patientenakte hat wirklich eine riesige Chance. Man stellt erstens fest, dass viele Patientinnen und Patienten bereit sind, Daten freizugeben. Wir haben das zuletzt bei der Corona-Warn-App gesehen, als wir dort die Möglichkeit der Datenspende eingeführt haben. 12 Millionen Nutzer haben das sofort getan und uns dadurch in die Möglichkeit versetzt, wenige Monate nach der Datenspende erste Paper darüber zu veröffentlichen, wie die Wirksamkeit der Corona-Warn-App war. Und ich glaube, das Gleiche kann man sich natürlich auch für die Datenfreigabe in der EPA versprechen. Das hängt natürlich ganz massiv davon ab, dass wir entsprechend umfangreiche, strukturierte Daten in der EPA dann auch haben. Ich glaube, da ist auch noch ein Weg zu gehen, aber das ist auf jeden Fall dann damit eine große Chance. Und wir müssen nur nach Israel blicken in die Anfangsmonate dieses Jahres, als ich mit einem gewissen Neid gesehen habe, dass dort das Einladungsmanagement für die Impftermine über die EPA funktioniert hat. Die haben geguckt, nach welcher Priorisierungsgruppe meine Patienten gescreent werden müssen, und die haben dann eine Einladung bekommen und gesagt, sie müssen Impfzentrum XY in der und der Straße aufsuchen. Da sieht man, glaube ich, Chancen, wie die Versorgung verbessert werden kann, und natürlich auch welche. Gleiches gilt, glaube ich, für die Gesundheitsforschung. Das ist ja im Ergebnis eine einwilligungsbasierte Datenfreigabe, die wir da im Gesetz etabliert haben. Wie blicken Sie denn auf so eine einwilligungsbasierte Forschung? Wir sehen große Anstrengungen bei der Medizininformatik-Initiative mit einem Broad Consent, also der Versuch, so dieses sehr enge Verständnis von Zweckbindung und Bestimmtheit für einen breiteren Bereich der medizinischen Forschung doch aufzubrechen. Ist das ein Weg, den man gehen muss, oder braucht es vielleicht auch weitere gesetzliche Tatbestände, um Forschung eben auch auf solide rechtliche Füße zu stellen? Ich glaube, wir brauchen beides. Wir werden nicht alle Daten im deutschen Gesundheitswesen mit gesetzlichen Befugnissen, Normen ohne Einwilligung verarbeiten dürfen. Insofern finde ich den Prozess der Medizininformatik-Initiative verdienstvoll und gut und richtig, dass es jetzt einen Broad Consent gibt in dem Bereich, und der öffnet natürlich auch große Chancen. Aber ich glaube, den mühsamen Prozess der Abstimmung bei der Medizininformatik-Initiative zeigt auch, dass wir auch andere Lösungen brauchen. Dass das nicht der Broad Consent ist ein Weg, aber nicht der einzige. Und in der Tat glaube ich, dass wir in Deutschland die Möglichkeiten, die uns die Datenschutzgrundverordnung erlaubt, noch nicht ausschöpfen. Dass wir, die Datenschutzgrundverordnung sagt, wenn ich Daten verarbeite im öffentlichen Interesse, dann darf ich das auch ohne Einwilligung, nämlich mit einer gesetzlichen Befugnisnorm. Den Weg gehen wir beim Forschungsdatenzentrum, den Weg gehen wir in Teilen ja auch bei der Datenfreigabe der EPA. Allerdings teile ich die Einschätzung, dass wir den Weg noch deutlich stärker gehen können und noch mehr Anwendungsfälle finden werden, wo wir gesetzliche Befugnisnormen auch um datenschutzrechtliche Unsicherheiten im deutschen Gesundheitswesen aufzulösen, auf den Weg bringen können. Sie hatten es gerade eben schon angesprochen, Paragraph 287a SGB V, endlich ist hier der erste juristische relevante Inhalt mal auch in einer Norm genannt worden. Eine neue Norm im SGB V, Sie adressieren ein anderes Problem des Datenschutzrechts, nämlich das der Datenschutzaufsicht, der Vereinheitlichung zum einen, zum anderen auch das der Rechtsgrundlage. Können Sie uns dazu ein, zwei Worte sagen, was ist da passiert, was bedeutet dieser Paragraph?
Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, dass wir festgestellt haben, dass wir im deutschen Datenschutzrecht ein Geflecht von Regelungen haben. Wir haben die Datenschutzgrundverordnung, wir haben den Bundesdatenschutz, wir haben Landesdatenschutzgesetze, Landeskrankenhausgesetze, wir haben andere länderspezifische Normen, wir haben das Kirchenrecht, das zu berücksichtigen ist. Und alles in allem führt das dazu, dass ein Forscher, der in einem länderübergreifenden Forschungsvorhaben sich befindet, hoffnungslos überfordert ist, zu wissen, was muss er jetzt eigentlich, was darf er und mit wem ist das abzustimmen. Und dass dieser Prozess, wie wir es in der Medizininformatik-Initiative gesehen haben, einfach auch sehr, sehr zeitintensiv werden kann. Und getrieben eigentlich von der Datenschutzgrundverordnung, die das explizit ermöglicht, wurde in dem Paragraph 287a die Möglichkeit geschaffen, dass es eine federführende Datenaufsichtsbehörde gibt, dass wir also bei länderübergreifenden Forschungsvorhaben eine Datenschutzbehörde haben, die federführend benannt wird und die sich dann mit dem Antragsteller auseinandersetzt und die Bedingungen der Datenverarbeitung mit ihm abstimmen kann. Und natürlich, was versprechen wir uns davon? Wir versprechen uns davon eine Beschleunigung von solchen Verfahren und hoffen, dass das dann auch zeitnah passiert. Sehr schön. Vielleicht noch zwei kleine Fragen, bevor wir zum nächsten Punkt kommen. Eine, die etwas offensichtlich ist, die ich jetzt etwas später stelle, aber welche Bedeutung und welche Folgen hat denn die Corona-Krise für Sie, für das Thema Forschungsdaten? Sie haben vorhin schon mal ein bisschen Beispiele aus der Corona-Warn-App angebracht, aber ziehen Sie daraus Konsequenzen? Ich glaube, wir haben gesehen, dass also die Corona-Krise hat uns gezeigt, wo unsere Schwächen liegen und wo unsere Stärken liegen, würde ich auch im Bereich Forschungsdaten sehen. Wir sehen, dass es einer relativ intensiven Anstrengung des Netzwerkes der Universitätsmedizin bedurfte, um überhaupt an Daten zu kommen. Wir sehen, dass wir offensichtlich Defizite haben, weil der Patient, der auf der Intensivstation liegt und beatmet wird, bei Einwilligungsthemen sperrig ist. Insofern ist es einfach ganz offensichtlich, dass man hier auch andere Wege gehen muss und dass wir mit den herkömmlichen Methoden hier zu langsam waren, um gute Forschungsdaten zu generieren. Wir haben aber, glaube ich, auch gesehen, dass in der Corona-Pandemie wir ein sehr beeindruckendes Ziehen an einem Strang der gesamten Selbstverwaltung hatten, was es auch ermöglicht hat, bestimmte Daten bereitzustellen, die in anderen Umständen, glaube ich, länger gedauert hätten in der Umsetzung. Also ich möchte da das Divi-Intensivregister nennen, das schnell aufgebaut wurde und das einfach jetzt ein weiterer Datenschatz unserer Gesundheitsversorgung geworden ist. Und das Dritte vielleicht zur Corona-Pandemie: Wichtig ist aus meiner Sicht auch, dass wir haben gesehen, dass es ein Window of Opportunity gibt durch die Corona-Krise. Ich glaube, gerade dieses Thema federführende Datenschutzaufsicht hätten wir ohne Corona-Krise jedenfalls in dieser Legislaturperiode nicht umsetzen können. Und deswegen war das für die Forschungsdatenlandschaft, wenn man denn einen Vorteil darin sehen will, jedenfalls zumindest eine Gelegenheit, Prozesse zu beschleunigen. Super, vielen Dank. Jetzt kriegen Sie von mir quasi noch einmal die Möglichkeit, einen Wunsch zu äußern. Was für Forschung, was für Initiativen, was würden Sie eigentlich gerne noch sehen in der Zukunft? Was wünschen Sie sich? Welche Forschung wünsche ich mir? Ich will nicht thematisch antworten. Ich würde gerne sagen, ich wünsche mir Forschungsprojekte, bei denen die Arbeit bei uns im Ministerium mit dem Abschlussbericht nicht aufhört, sondern eher anfängt. Also sprich, Forschungsprojekte, die tatsächlich ein erhebliches Potenzial für die Regelversorgung haben oder zumindest in die Versorgung überführt zu werden, Erkenntnisse, die in die Versorgung überführt werden. Und ich finde da, in meiner Unterabteilung ist ja auch der Innovationsfonds, und ich finde den Prozess, der jetzt im Innovationsfonds gestartet wurde, hochspannend, weil dort ja tatsächlich Abschlussberichte werden erstellt und innerhalb von 3 Monaten müssen die Gremien innerhalb des Innovationsfonds sagen, so, hat dieses Projekt jetzt eine Eignung, können wir das in die Regelversorgung übernehmen, ja oder nein? Und wenn nein, dann muss man das begründen. Und wir sehen einfach, dass die Personen, die Innovationsfondsprojekte bearbeiten, das sehr, sehr genau im Blick haben. Und ich glaube, das ist gut für die Versorgung, wenn man von Anfang an als Zielpunkt hat, ich will mit diesem Projekt Erkenntnisse für die Regelversorgung oder zumindest für die Versorgung generieren. Herr Renner, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, ganz herzlichen Dank für die tollen Einblicke. Wir schauen uns jetzt weiter an, wie es mit den Forschungsdaten weitergehen darf. Und dazu Lars Gemelk. Danke.
Tatsächlich kann man ein bisschen aufwachen, auch nach dem Essen, wenn man sich anschaut, was in den letzten Jahren im Bereich der Forschungsdaten passiert ist, auch wenn das noch nicht immer die Hauptbühne bekommen hat, die es vielleicht verdient. Mit dem Forschungsdatenzentrum, mit dem Krebsregister, mit der Datenspende und mit der federführenden Datenschutzaufsicht sind vier große, große Themen angegangen worden, die im neuen Stil Daten verfügbar machen von breiten Teilen der Patienten in Deutschland. Im ganz besonderen Maße betrifft das das Forschungsdatenzentrum, das nun beim BfArM liegt und die Daten von gut 70 Millionen gesetzlich versicherten Patienten in Deutschland longitudinal zusammenführt und für die Forschung verfügbar macht. Das gab es im Rahmen der DATRAF, das gibt es aber in einer noch nie dagewesenen, vereinfachten Form jetzt im FDZ. Dr. Steffen Hess beim BfArM leitet dieses Forschungsdatenzentrum und wir freuen uns sehr, dass er jetzt zu Gast ist bei uns, per Zoom zugeschaltet und uns, soweit ich weiß, in einer Weltneuheit erstmals genaueres erklären kann, wie das eigentlich funktionieren soll und wie die aktuellen Pläne sind. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind, Herr Dr. Hess. Das Format ist, dass Sie uns ungefähr 10 Minuten eine grobe Übersicht geben und wir dann nochmal 10 Minuten für Fragen haben. Auch dazu nochmal der Hinweis auf Slido. Herr Dr. Hess, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, auch für die warmen Worte. Weltneuheit noch nie da gewesen. Ich hoffe, ich kann diese Worte auch jetzt mit Bedeutung füllen an der Stelle. Vielen Dank auf jeden Fall für die Bühne, das Forschungsdatenzentrum BfArM auch vorstellen zu dürfen. Das Forschungsdatenzentrum ist natürlich nicht das Projekt jetzt von mir oder vom BMG. Da stecken ganz viele Mitarbeiter dahinter. Das derzeitige Team habe ich hier mal aufgelistet. Ganz unterschiedliche Hintergründe, von Informatik-Hintergrund über medizinischen bis hin zu wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Hintergründen. Aber ich möchte den Vortrag ganz gerne von hinten beginnen. Und zwar mit den Daten. Der Grund, warum wir das Forschungsdatenzentrum auch zum erfolgreichen Institution auch führen können, ist letztlich der Datensatz. Der Datensatz, den wir hier zur Verfügung haben, den gibt es schon. Das wurde auch schon erwähnt. Wir reden hier von Sekundärdaten. Das heißt, das sind Abrechnungsdaten der Krankenkassen, die gesammelt werden, auch zentral schon gesammelt werden. Und die Idee des Gesetzgebers war, hier diese Daten auch für die Forschung zur Verfügung zu stellen. Renner hat auch schon erwähnt, dass es einen Vorgängerprozess auch schon gab. Und hier habe ich nochmal beispielhaft dargestellt, welche Daten wir denn wirklich zur Verfügung haben. Wir haben tatsächlich die repräsentative Daten für alle gesetzlich Versicherten, das heißt derzeit über 70 Millionen, über die wir auch langjährige und longitudinale Analysen auch durchführen können. Herr Renner hat auch die Wichtigkeit dieser Möglichkeit auch schon herausgestellt. Und das geht durchaus auch sektorübergreifend. Das ist auch nicht selbstverständlich. Das heißt, man hat nicht Datensilos aus dem stationären oder aus dem ambulanten Bereich, sondern wir sehen tatsächlich die Daten aus allen Bereichen. Das ist letztlich das, was den Reiz der Daten ausmacht, für die Forschung und auch die anderen Zwecke, die gesetzlich festgelegt sind, durchaus auch zur Entscheidungsfindung. Das wurde uns allen in der Pandemie bewusst, wie wichtig Daten letztlich für informierte Entscheidungen auch sind. Und ich kann Ihnen sagen, auch bei uns im Team hat es natürlich uns in den Fingern gejuckt, da möglichst weiterzugehen und Daten zu haben für gute Entscheidungsfindung. Das sind wir derzeit noch nicht. Derzeit sind wir im Neuaufbau. Und vielleicht kann ich Ihnen den Prozess kurz schildern, wie wir an unsere Daten kommen zuerst. Aber davor nochmal die grundsätzliche Ausrichtung des Forschungsdatenzentrums am BfArM. Am BfArM ist uns durchaus auch immer ein Spannungsfeld zwischen Chancen und Risiken von neuen Produkten auch bewusst. Wir haben auf der einen Seite natürlich, ist uns die Sensibilität der Gesundheitsdaten auch durchaus bewusst. Und wir befinden uns deswegen in Sachen Informationssicherheit in engen Abstimmung mit dem BSI und dem BfDI auch.
Und auf der anderen Seite stehen natürlich große Chancen in Sachen Forschungsorientierung. Und da ist unser großes Ziel, dass wir auch die Zugangsmöglichkeiten zu diesen Daten, die ich eben vorgestellt habe, auch zu vereinfachen. Damit wir hier aber natürlich nicht am Ziel vorbeischießen, sind wir in sehr enger Abstimmung mit den Nutzungsberechtigten hier, damit wir hier die Bedarfe auch treffen und die Forschung hier auch bestmöglich unterstützen zu können. So, jetzt hatte ich schon versprochen. Was bietet das Forschungsdatenzentrum? Also gerade jetzt nach der Neufassung des Gesetzes und auch der Datentransparenzverordnung haben wir ganz neue Möglichkeiten. Das Forschungsdatenzentrum bietet letztlich eine Interaktion mit den Nutzungsberechtigten, die per Antrag Zugang zu den Daten bekommen können. Dazu brauchen wir erstmal die Daten. Die kommen von der Datensammelstelle beim GKV-Spitzenverband, der als Datensammelstelle agiert und die Daten von den einzelnen Krankenkassen einsammelt. Wir bekommen pseudonymisierte Daten, um dann aber zu ermöglichen, dass wir jahresübergreifende Analysen fahren können, brauchen wir ein periodenübergreifendes Pseudonym. Das kriegen wir von der Vertrauensstelle, die am RKI angesiedelt ist. Und so haben wir über dieses Dreiecksschema eine ganz gute Möglichkeit gefunden, pseudonymisierte Daten zu bekommen, aber dennoch die Möglichkeit haben, longitudinale Analysen machbar und zu machen und auch anbieten zu können. Wichtig ist auch hier, dass in diesem ausgefüllten Kasten, im Forschungsdatenzentrum hier, soll letztlich die Forschung passieren und in dieser Plattform, die wir hier anbieten wollen für die Forscher, soll es den Forschern ermöglicht werden, ihre Analysen eigenständig dort durchzuführen und nur aggregierte Daten, das heißt nicht mehr auf einzelne Personen zurückführbare Daten, verlassen dann das Forschungsdatenzentrum. Somit haben wir da stets auch die Informationssicherheit im Blick. Das ist der Datensatz aus der Datentransparenzverordnung. Es wurde auch schon angedeutet, dass auch die Daten per Datenfreigabe aus der elektronischen Patientenakte zu uns kommen. Sie erkennen hier Ähnlichkeiten im Schema. Das funktioniert ganz ähnlich. Aus der TI raus bekommen wir pseudonymisierte Gesundheitsdaten, die aber jahresgebunden sind. Um dann wieder jahresübergreifende Analysen fahren zu können, brauchen wir wieder ein periodenübergreifendes Pseudonym. Auch hier ist die Vertrauensstelle des RKI. Und damit schaffen wir es dann auch, die Daten schon auf Personenebene mit den DATRAF-Daten auch zu verbinden. Und wir freuen uns, dass ab 2023 hoffentlich viele Patienten dann auch ihre Daten freigeben und erste Datenformate, die ganz spannend sind aus unserer Sicht, sind beispielsweise Mutterhefte, U-Hefte oder auch Impfpass. Jetzt hatte ich schon erwähnt, dass iteratives Arbeiten für die Forschung sehr wichtig ist. Ich habe hier mal so ein Schema, wie so ein Antrag und so eine Antragsbearbeitung ablaufen kann. Das sieht jetzt relativ komplex aus. Ich mag auch gar nicht im Einzelnen durchgehen. Da gibt es, wir arbeiten derzeit an einem digitalen Antragswesen und da gibt es viele Schritte, die zu durchlaufen sind. Es war auch in der Nutzerbefragung auch durchaus ein Punkt, dass dieses Verfahren sehr transparent sein soll, damit eine gewisse Planungssicherheit bei den Forschern auch hergestellt werden kann. Ein anderer wichtiger Punkt ist aus unserer Sicht identifiziert worden, dass ein iteratives Arbeiten möglich sein muss. Das heißt, es bleibt nicht bei einer Analyse, sondern die Analysen müssen verfeinert werden, es muss nochmal nachgefasst werden, es gibt Sensitivitätsanalysen. Das ist ein iterativer Prozess, wo auch in den Arbeitsgruppen Abstimmungsprozesse noch stattfinden müssen. Das soll komplett auf der Plattform Forschungsdatenzentrum stattfinden können, wie hier mit den Pfeilen angedeutet. Und danach geht der Prozess weiter, wie man es erwarten würde. Hier ein kurzer Abriss, wie viele Daten wir wirklich haben. Wir haben derzeit eine zweistellige Milliardenanzahl von Datensätzen bereit. Da will ich gar nicht im Detail darauf eingehen. Interessant ist jetzt auch hier ganz grob skizziert, wie groß die Datenmenge ist, die wir über die nächsten Jahre bekommen werden. Sie sehen hier einen Knick in der Kurve. Das heißt, das
jährliche Datenwachstum wird auch nochmal anwachsen, dadurch, dass der Datenkranz per Gesetz auch nochmal deutlich erweitert wird, dann ist die jährliche Datenmenge größer und Sie sehen auch, dass jedes Jahr ein Mehrwert an Daten schafft, der Datenschatz wird jährlich größer und interessanter. Vielleicht noch mal ein paar Punkte, die uns ganz wichtig waren, die wir jetzt auf dem Weg mitnehmen hin zu einem vollwertigen Forschungsdatenzentrum. Das ist einerseits im Vergleich zum alten Verfahren die Entkopplung von der alten Datenlieferungsschema über den MORBI-RSA. Renner hat es kurz angedeutet, wir haben deutlich aktuellere Daten. Das heißt, der Verzug der Daten ist reduziert bis in etwa auf ein Jahr. Wir haben auch eine Erweiterung des Datenkranzes, das heißt, wir haben deutlich umfangreichere Daten. Wir haben auch deutlich vielfältigere Daten, würde ich sagen, dass durch die Datenformate aus der elektronischen Patientenakte, das erlaubt nochmal ganz neue Forschungsansätze. Wir haben aus unserer Sicht durchaus auch eine Stärkung des Datenschutzes, da jetzt gesetzlich auch die Vertrauensstelle am RKI angesiedelt ist. Wir haben auch eine Erhöhung der Transparenz und Sichtbarkeit. Es wird ein verbindliches öffentliches Antragsregister geben, wo jeder, der interessiert ist, nachverfolgen kann, welche Anträge werden gestellt, was ist der Status der Anträge und idealerweise natürlich auch die Publikation, die daraus entstanden ist. Und ein Punkt, der uns sehr am Herzen liegt, ist natürlich ein forschungsfreundlicher Workflow. Das ist uns ein großes Anliegen, dass wir nicht am Bedarf vorbei entwickeln, dass wir ein Forschungsdatenzentrum haben, das passgenau ist für die Bedarfe der Nutzungsberechtigten. Und wir befinden uns hier im ständigen Austausch mit dem Kreis der Nutzungsberechtigten. Ich fasse noch mal kurz die Ziele zusammen. Wir haben einerseits natürlich, ist uns die Sicherheit sehr bewusst. Wir arbeiten stets an der Minimierung des Reidentifikationsrisikos, auch mit modernen Verfahren aus der IT-Sicherheit und werden uns auch mit modernsten Methoden aus KI dann auch beschäftigen. Wir wollen eine skalierbare Forschungsplattform haben. Das heißt, wir brauchen eine effizientere Bearbeitung von Anträgen, auch bei steigendem Bedarf. Und durch die stetige Verbesserung des Angebots wird auch die Attraktivität der Daten stets wachsen. Und die Forschungsorientierung, hatte ich jetzt mehrfach erwähnt. Forschungsprozesse sind einfach iterativ und interaktiv. Das müssen wir in unserer Plattform abbilden, damit sie zum Erfolg kommen kann. Transparenz und Planbarkeit ist auch verbessert. Und wir hoffen, dass wir mit den neuen Zugangswegen auch den Bedarf genau treffen. Das war es schon, ein kurzer Ausblick. Wenn es Fragen gibt, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Herr Hess. Seit unserem Vorgespräch zu der Veranstaltung jucken mir persönlich schon die Finger, weil ich nämlich schon hören durfte, was so Ihre persönliche Wunschvorstellung wäre, wie der Zugang zu solchen Daten funktionieren kann. In was für einer Umgebung kann ich damit arbeiten? Wie kann ich vielleicht erste Ideen sammeln? Worauf könnte ich mich, wenn alles ideal läuft, freuen? Natürlich mit dem mit der Bedingung, dass das dann auch alles so durchgeht. Da gibt es ja noch Gesetzgebung zu machen und Datenschutzregeln. Aber vielleicht können Sie noch 2, 3 Takte dazu sagen, was denn aus Ihrer Sicht die besonders forschungsfreundliche, besonders wünschenswerte Regelung wäre. Ja, ich denke, das hat verschiedene Aspekte. Das hängt auch immer ein bisschen von der Forschungsfrage ab. Ich denke, ein Fernzugang, wie ja auch im Gesetz schon angelegt ist, bietet deutlichen Mehrwert für die Forscher. In diese Richtung entwickeln wir auch, befinden uns da aber tatsächlich noch in Absprache mit BFDI und BSI. Wie gesagt, die Informationssicherheit wollen wir hier auf keinen Fall vernachlässigen. Und natürlich kommen auch noch ganz neue Herausforderungen auf uns zu. Wir hatten derzeit eine Umfrage gestartet, wie viele Forscher denn interessiert werden, auch mit KI und Machine Learning Methoden unsere Daten zu analysieren, und hatten dann doch die Rückmeldung, dass bis zu 30% schon ganz konkrete Pläne in diese Richtung haben. Das stellt uns natürlich noch vor ganz neue Herausforderungen, denen wir uns auch stellen.
Die Leute im Internet, denen jucken offenbar auch die Finger, so wie mir. Und eine Frage, die geradezu explodiert und immer wieder gefragt wird, ist, wie es denn auch um die Chance steht für privatwirtschaftliche Nutzung dieser Daten. Vielleicht können Sie dazu Stellung nehmen. Ich nehme an, die Frage kriegen Sie auch häufiger. Wer ist nutzungsberechtigt und was für Formen der Kooperationen sehen Sie? Genau, also privatwirtschaftliche Antragsteller sind derzeit gesetzlich nicht vorgesehen. Ich denke, an der Stelle müsste man das etwas lockern. Nichtsdestotrotz gibt es eine Vielfalt an Nutzungsberechtigten, die auch Kooperationen durchaus eingehen dürfen. Ich denke, für den ersten Schritt macht es durchaus Sinn, dass wir mit dem Nutzerkreis starten, den wir kennen, und das, denke ich, ist ein guter erster Schritt an der Stelle. Können Sie was dazu sagen, wie das Zugangsverfahren zukünftig läuft? Also wie lange das dauert, wie umfangreich diese Anträge sind und mit wie vielen Anträgen Sie rechnen? Vor allem, wie viele Anträge Sie auch abarbeiten können? Genau, also wir rechnen da natürlich nicht mit einer Explosion schon im ersten Jahr, aber durchaus mit einem Wachstum. Also vielleicht ist ja eine zweiteilige Frage. Zuerst zum Antrag. Also ich hatte schon erwähnt, wir wollen ein digitales Antragsverfahren an der Stelle, das möglichst schlank ist natürlich. Auch wenn es viele Dinge abzufragen gibt, können wir das doch nutzerfreundlich gestalten, hoffe ich. Und ein großer Schmerzpunkt bei den Nutzern war aber eigentlich die fehlende Transparenz im Antragsverfahren. Wie lange muss ich denn noch warten? Wann bekomme ich meine Daten? Das Projekt läuft nur noch so lange. Schaffe ich es in der Zeit, fertig zu werden? Dem stellen wir uns. Da wollen wir die Transparenz deutlich erhöhen. Ja, die größten Schmerzpunkte zuerst. Das ist so die Logik, nach denen wir da vorgehen. Und was war der zweite Teil der Frage, wenn ich noch mal fragen darf? Der zweite Teil der Frage war, wie viele Anträge Sie meinen, bearbeiten zu können und mit wie vielen Anträgen Sie rechnen. Genau. Also wir hoffen ja doch sehr stark, dass die Attraktivität steigt, sowohl durch die Daten als auch durch den Prozess, den wir jetzt neu gestalten. Und ich denke, wir werden da Schritt für Schritt wachsen. Wir wollen auf jeden Fall in eine dreistellige Richtung pro Jahr bis hin zu mehreren hundert dann in den nächsten Jahren. Das ist das, womit wir planen. Und ich hoffe, die Community nimmt es an und dann kann es ein gemeinsames Erfolgserlebnis auch geben. Ich bin mir fast sicher, dass das Angebot, wenn es denn verfügbar ist, auch angenommen wird. Als letzte Frage für Sie, ganz persönlich, Herr Hess, gibt es ein Forschungsprojekt, ein Forschungsvorhaben, das Sie sich besonders wünschen würden mit diesen Daten? Ist es eine Hoffnung auf Erkenntnisse, die Sie verbinden mit diesem Forschungsdatenzentrum? Ja, durchaus. Also also KI hatte ich schon als Stichwort mal genannt. Ich denke, da ist das Potenzial der Daten tatsächlich noch nicht erschlossen. Das ist mein persönliches Bauchgefühl an der Stelle. Da würde ich auch sagen, da gibt es keine low-hanging fruits sozusagen. Da muss man tatsächlich mit Domainwissen nochmal in die Daten rein, um da was zu erreichen. Man hat hier aber einen riesigen Schatz an Daten, was immer gut ist für diese Methoden. Und ich denke, da können wir als Forschungsdatenzentrum tatsächlich einen Mehrwert bieten. Und da lade ich alle dazu ein, in diese Richtung bei uns zu forschen, sobald es möglich ist. Vielen, vielen Dank, Herr Hess. Ich freue mich mit, glaube ich, sehr vielen anderen Forschern in der Bundesrepublik auf diesen Datenzugang und wünsche Ihnen weiter alles Gute und viel Erfolg bei der wichtigen Arbeit. Als nächstes möchte ich auf die Bühne einladen, einen der Visionäre hinter diesen Dingen, einen der Visionäre auch auf europäischer Ebene. Nick Schneider ist Referent im BMG und einer der Visionäre hinter diesen vielen Ideen, die hier kamen. Und mit einem besonderen Blick auf die EU natürlich in die Zukunft gewandt. Nick gibt uns einen kleinen Impuls und dann sehen wir uns gleich nochmal in einer Diskussionsrunde. Herzlich willkommen, Nick Schneider. Oh, vielen Dank. Ja, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich werde gleich anfangen mit der Idee oder dem wichtigsten Punkt, den ich sehe. Das ist das Aufbrechen von Forschungshemmnissen.
Thomas Renner hat ja vorhin schon einige wichtige Punkte genannt, die uns in den letzten Jahren motiviert haben und auch angetrieben haben, beim Bereich der Forschungsdatennutzung voranzugehen, unter anderem auch der Gründung eines Referats zum Thema Datennutzung. So. Das Thema federführende Datenschutzaufsicht ist, glaube ich, ein Beispiel, was sehr klar zeigt, wo wir ein Hemmnis gesehen haben, das Forschung aufgehalten hat. Wir konnten über die Corona-Gesetzgebung hier für den kleinen Bereich der länderübergreifenden Gesundheitsforschung jetzt unter Nutzung der Regularien in der Datenschutzgrundverordnung klare Befugnisse schaffen, um hier auch die Datenschutzaufsicht und die konkrete Nutzung von Forschungsdaten zu vereinheitlichen. Wir haben Bundesrecht anwendbar gemacht und wir haben gesagt, wenn ihr Forschung in verschiedenen Bundesländern durchführen wollt und durchführen müsst, um die Gesundheit voranzutreiben, dann kann es nicht sein, dass jede einzelne Universität oder jede einzelne Klinik oder jeder einzelne Arzt, der beteiligt ist, über ihre oder seine Datenschutzaufsichtsbehörde das abstimmen muss, sondern da nutzen wir das Instrumentarium der DSGVO, die im mitgliedstaatübergreifenden Verkehr eine federführende Datenschutzaufsicht vorsieht, auch im Länderbereich. Ich bin sehr glücklich, dass wir das in einem recht kurzen Verfahren auch gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen beim HIH auf den Weg gebracht haben und auch durchsetzen konnten. Nur auch da die Frage an die im Raum und auch die im Netz: Wurde der 287a SGB V bereits umgesetzt, bereits genutzt? Denn eine solche Regelung ist gut, wenn sie im Gesetz steht, aber wir müssen sie auch leben. Und ich glaube, das wird jetzt etwas sein, was in den nächsten Jahren Forschende mit nutzen sollen. Und ich würde auch gerne sehen, dass diese Regelung vielleicht auch für andere Forschungsbereiche irgendwann geöffnet wird, jenseits der Gesundheitsforschung. Stichwort Europa: Wie wollen wir als Vision für die Zukunft einen europäischen Gesundheitsdatenraum erstellen? Das war eines der großen Punkte, großen Aspekte, die wir unter der deutschen Ratspräsidentschaft vertreten haben. Unsere Vision ist da: In Europa haben wir ein wertebasiertes System. Wir haben das gemeinsame Ziel, Gesundheit zu ermöglichen, Gesundheit zu erhalten. An diesem Ziel arbeiten wir gemeinsam. Wir haben gemeinsame Prinzipien. Das Prinzip ist, Daten zu nutzen. Die Datenschutzgrundverordnung sagt, wir müssen die Personen, die Grundrechte der Personen schützen. Wir müssen Menschen schützen, aber wir dürfen den freien Datenverkehr durch personenbezogenen Datenschutz nicht einschränken und auch nicht verbieten. Das heißt, diese beiden Ebenen, Daten nutzen, Menschen schützen, das müssen wir leben. Das ist ein gemeinsames europäisches Prinzip. Wir müssen auch sehen, wie schaffen wir es im Systemvergleich mit China, mit den USA, die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu erhalten für die Gesundheitswesen, für die Forschung, aber auch für die Entwicklung. Ganz konkrete Maßnahme, die wir hier brauchen, ist: Wir brauchen eine moderne Datenpolitik, und zwar eine Politik, die nutzungsorientiert ist, die chancenorientiert ist, die aber die Risiken im Blick behält und wieder die Grundrechte und Freiheiten des Einzelnen schützt. Wir brauchen einen rechtssicheren Datenzugang. Thomas Renner hat es vorhin auch schon erwähnt. Einwilligung funktioniert in vielen Bereichen. Ein holländischer Kollege hat es mal in einem Panel gesagt, aber wir müssen ein Stück weit weg vom deutschen Einwilligungsfetisch. Mit der Einwilligung können wir nicht alles regeln. Es gibt Bereiche, und gerade im Gesundheitssektor haben wir die Öffnungsklauseln in der DSGVO, einen rechtssicheren Datenzugang gerade für die Gesundheitsforschung zu ermöglichen. Und was wir vor allem brauchen, und daran arbeiten wir jetzt gemeinsam auch intensiv, Herr Hess hat es kurz erwähnt, wir brauchen ein vernetztes Gesundheitsdatenökosystem. Wir sehen hier nicht das Forschungsdatenzentrum als das alleinige große Datenaufbereitungsinstrument, Datenverfügungsstelle, sondern wir brauchen ein Ökosystem, das kommuniziert. Und das muss man genau anbauen. Die vielen Silos, die es jetzt gibt, die bestehen, die ihre Rechtmäßigkeit haben, die müssen wir jetzt zusammenfügen. Da helfen periodenübergreifende Pseudonyme, vielleicht auch gemeinsame Pseudonyme, da helfen auch Verknüpfungsmöglichkeiten, Federated Learning. Wie können wir die verschiedenen Silos zusammenbringen für Forschung, um die besten Erkenntnisse hervorzubringen? Was heißt jetzt moderne Datenpolitik? Ich sage es nochmal, für mich heißt es Daten nutzen und Menschen schützen. Wir brauchen die Umsetzung einer chancenorientierten Datenpolitik unter Nutzung der Öffnungsklauseln der DSGVO. Wir brauchen aber auch eine Harmonisierung des Datenschutzrechts und der Datenschutzaufsicht innerhalb Deutschlands. Wir müssen einen rechtssicheren Datenzugang
für Versorgung und Forschung gewährleisten. Das geht meines Erachtens mit Befugnisnormen. Wir müssen über medizinische Register reden, über andere öffentliche Datenhalter, die es gibt, aber auch über Datentreuhänder. Da freue ich mich sehr auf den Vortrag gleich von Frau Professor Specht. Und wir müssen sehen, dass wir in einem gesunden Gesundheitsdatenökosystem die Verknüpfbarkeit der Datenbestände ermöglichen. Das gilt für die Sozialversicherung. Wir haben unterschiedliche Datenzentren für die gesetzliche Krankenversicherung, für die Rentenversicherung, für die Unfallversicherung. Bei der Unfallversicherung gibt es fallbezogene Daten, bei uns sind sie periodenübergreifend. Da müssten wir Möglichkeiten schaffen in Zukunft, dass Abfragen aus diesen drei großen Bereichen möglich sind, diese Daten verknüpfbar werden. Dann brauchen wir natürlich die Verknüpfbarkeit mit Daten aus der Versorgung und natürlich Patient-Reported Data. Hier sehe ich ganz persönlich die elektronische Patientenakte als das Instrument für die Versicherten, für die Patientinnen und Patienten, um ihre Daten persönlich verwalten zu können. Die Datenfreigabe über die EPA wird ein wichtiges Instrument sein, um auch hier Datensouveränität, Hoheit über die Daten zu behalten, selbst zu entscheiden, wer darf mit meinen Daten wie umgehen. Das ist wichtig, das brauchen wir, da müssen wir auch alle an Bord haben. Und wir werden auch darüber reden, wie können große Datensätze für Test- und Trainingszwecke bei der Entwicklung von Algorithmen und von KI-Systemen genutzt werden. Denn letztendlich können wir diese Systeme nur nutzen und nur auf unsere Bevölkerung in Deutschland anwenden, wenn sie auf guten und auch für hier validen Daten trainiert werden. Systeme, die auf Daten in den USA, in Indien, in China oder in Afrika trainiert werden, sind nicht unbedingt auf die Bevölkerung in Deutschland anwendbar. Und deswegen werden wir solche Zwecke auch brauchen. Wir werden Test- und Trainingsdatensätze möglichst auf europäischer und deutscher Ebene brauchen. Deswegen ist es für mich jetzt wichtig, dass wir vorangehen. Es gibt sehr viel zu tun. Ich habe es kurz dargelegt, so sehe ich ein Stück weit eine vernetzte Forschung. Wir haben sehr, sehr viele Bereiche, die wir ansprechen müssen. Das gilt auch für das Thema Vertrauen, Akzeptanz und Partizipation, Thema Datenqualität und Standards. Datenzugang, Rechtssicherheit, Verknüpfung von Daten, Gesetzgebung, Dateninfrastrukturen aufbauen. Ein weites Feld. Ich glaube, für uns ist es jetzt wichtig, dass wir es anpacken, dass wir alle mit an Bord nehmen und loslegen. Deswegen freue ich mich auf die Diskussion. Und zum Abschluss, Dare to Share, medizinische Forschung an großen Datenbeständen muss rechtssicher möglich gemacht werden. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, Nick Schneider, für diesen Impuls. Nehmen Sie gerne schon Platz. Und ich freue mich sehr, dass ich heute nicht alleine wieder mal als Jurist auf so einem Health Innovation Hub Event bin, sondern tatkräftig unterstützt werde und natürlich mit viel größerer Kompetenz noch, nämlich von Frau Professor Luisa Specht-Riemenschneider. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Informations- und Datenrecht an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Unter anderem ist sie dort aber auch Direktorin des Instituts für Handels- und Wirtschaftsrecht, verantwortet die Forschungsstelle zu Rechtsfragen neuer Technologien und zum Datenrecht und als solche natürlich heute willkommene Expertin, um uns aufzuklären, was es eigentlich mit dem neuen Data Governance Act der EU auf sich hat, wie sich das vielleicht auch einfügt in das deutsche Rechtsgebilde. Und wer heute Morgen den Tagesspiegel Background Digitalisierung und KI gelesen hat, der hat Ihren Namen heute auch schon einmal auf dem Bildschirm gehabt. Ich freue mich, dass sie jetzt in Person hier ist und auf den Bildschirmen nach draußen in TriCat und überall kommt. Herzlich willkommen, Frau Professor Specht. Nehmen Sie gerne hier vorne am Pult Platz und der Klicker bedient Ihre Folie. Alles klar, ich ticker mal weiter. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung hierher. Schön, mal wieder in Person sprechen zu können, ehrlicherweise, und nicht immer nur in so viele Bildschirme zu gucken. Ich habe mich riesig gefreut über die Einladung heute, weil tatsächlich Forschungsdatenzugang eines meiner Schwerpunktthemen jetzt seit fast 2 Jahren eigentlich ausschließlich ist und ausgerechnet heute auch eine größere Studie veröffentlicht wurde, die sich mit dem Thema Forschungsdatenzugang unter anderem im Gesundheitssektor auseinandersetzt. Und da habe ich mal versucht, so ein Forschungsdatenzugangsökosystem zu bauen.
Heute will ich eine Nummer zurückspulen und einfach mal versuchen, eine Einordnung vorzunehmen, was wir eigentlich brauchen, neben dem, was schon auch auf ganz hervorragende Art und Weise vor allem im Gesundheitsbereich geschaffen wurde und wie sich eigentlich der Data Governance Act dazu verhält. Denn der liegt ja im Entwurf vor und wird ja vermutlich irgendwann im nächsten Jahr mal kommen. Also, Titel: Die Datentreuhand im Data Governance Act. Vielleicht ein bisschen zu ambitioniert gewählt, weil ich eigentlich ein bisschen weiter vorne anfangen möchte und der Data Governance Act nur auf den letzten zwei Folien zu sehen ist. Aber ich habe ja auch nur 5 Minuten und ich kompensiere die fehlende Zeit dadurch, dass ich jetzt einfach doppelt so schnell spreche. Also, wo sind wir? Ausgangspunkt. Ausgangspunkt, ganz klar, auch im Gesundheitsbereich. Wir brauchen mehr Daten für die Forschung. Hier ein schöner Artikel, den ich in der FAZ gefunden habe, der sich nicht mit dem Gesundheitsbereich auseinandersetzt, aber der sehr schön dargelegt hat, in welchen Bereichen wir eigentlich aus welchen Gründen mehr Daten für die Forschung brauchen. Und ich glaube, man kann wirklich sagen, ohne Daten sind wir blind. In keinem Bereich können wir vernünftig forschen, wenn wir nicht wissen, wie wir auf die Daten, die wir dafür brauchen, zurückgreifen sollen. Also, wie geht das? Wie geht mehr Daten für die Forschung? Ich glaube, durch zwei Wege. Und einen Weg haben Sie tatsächlich im Gesundheitsbereich bereits eingeschlagen und bereits sehr gut eingeschlagen, nämlich einerseits durch öffentliche Register, über die Daten bereitgestellt werden. Also beispielsweise über Krebsregister und über Forschungsdatenzentren, zu denen wir jetzt ja gerade schon relativ viel gehört haben. Hier kann auch die Datenspende als Möglichkeit herangezogen werden, um noch mehr Daten zu akquirieren, auf freiwilliger Basis, auf informierter Basis, habe ich versucht, dort darzustellen mit der Vielzahl an Personen, die in irgendeiner Form Daten einspeisen können, aber die Daten kommen eben auch von Institutionen in diese Forschungsdatenzentren. Das reicht aber nicht. Daneben muss meines Erachtens ein System freiwilliger Datenteilungsmöglichkeiten auf rechtssicherer Grundlage treten. Und warum ist das erforderlich? Weil wir nicht alle Daten, die wir zu Zwecken der Forschung brauchen, über Forschungsdatenzentren, über Register anbieten, zusammenstellen können. Die Register, die wir momentan haben, ich weise nochmal auf das Krebsregister hin oder auf die Krebsregister, wir haben ja auch auf Länderebene Krebsregistern, aber auch in anderen Ländern, beispielsweise in England, bilden sich gerade Health Data Hubs zu spezifischen Krankheitsbildern, ja, zu Lungenkrankheiten beispielsweise. Diese Register sind spezifisch auf bestimmte Daten zugeschnitten. Wenn wir nicht ein Zentralregister für alle Daten wollen, und ich jedenfalls möchte das aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht, ich halte den Datenschutz auch gerne immer sehr hoch, ich komme aus dem informationellen Selbstbestimmungsrecht, ich glaube aber, wie Nick Schneider das gerade auch schon gesagt hat, es gibt nicht den einen Wert, der über allen anderen Werten steht, sondern wir müssen versuchen, beides zu gewährleisten, Datenschutz und Forschung vor allem zu Zwecken der medizinischen Versorgung, zu Zwecken der medizinischen Forschung. Deswegen brauchen wir meines Erachtens ein zweites System der freiwilligen Datentreuhand, und das habe ich hier auf der anderen Seite mal versucht darzustellen. Ich glaube, wir brauchen freiwillige Datenteilungsräume, in denen es möglich ist, auf rechtssicherer Grundlage Daten einzuspielen, sie dort zusammenzuführen, auszuwerten, wenn dann eben nur die Forschungsergebnisse wieder zurückgespielt werden. Und das könnte eigentlich auch aus datenschutzrechtlicher Perspektive eine gute Sache sein, weil es sozusagen in Konkurrenz mit der realen Datenteilung treten würde. Wir haben ja die Möglichkeit, auf datenschutzrechtlicher Grundlage schon jetzt Daten zu teilen, Daten weiterzugeben, aber wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass möglichst wenig Daten real weitergegeben werden. Warum also nicht sichere Datenräume zur Verfügung stellen, die IT-sicherheitsrechtlich geprüft, vielleicht akkreditiert sind, durch staatliche Stellen akkreditiert sind und in denen ich dann eben meine Daten auswerten kann und nur die Forschungsergebnisse gelangen dann wieder nach draußen. Das geht, Herr Renner hat es vorhin schon gesagt, auch schon heute auf datenschutzrechtlicher Grundlage. Ich spreche hier nur an 27 BDSG, eine Öffnungsklausel im nationalen Recht, die ich jetzt gerade in den Vorträgen noch nicht gehört habe. Was sagt 27 BDSG? Naja, der sagt, wir müssen, damit wir Daten verarbeiten dürfen, eine Abwägung vornehmen. Und Abwägungsentscheidungen bringen natürlich immer Rechtsunsicherheit mit sich. Deshalb glaube ich, dass wir einen Erlaubnistatbestand bräuchten, um tatsächlich solche sicheren Datenräume anbieten zu können, ohne dass man sich dann darüber Gedanken machen muss, darf ich jetzt eigentlich die Daten, die ich hier einspiele, dort einspielen, darf ich die Daten, die ich auswerten möchte, dort auswerten.
Wie verhält sich jetzt der Data Governance Act auf dieses Datenzugangsökosystem, was Nick Schneider bauen möchte, auf die Register, die wir schon heute haben und auf die Datentreuhänder, die ich hier daneben noch vorschlagen möchte? Der Data Governance Act enthält Regelungen sowohl für öffentliche Stellen, die Daten zur Verfügung stellen, als auch für Datenspende, Datenfreigabemöglichkeiten, als auch für private Datenräume. Welche Regelungen sind das? Für den öffentlichen Bereich formuliert der Data Governance Act im Wesentlichen Anforderungen, Bedingungen, wie ein zur Verfügung stellen von Daten zu funktionieren hat. Er gibt beispielsweise Bedingungen eben vor, sagt, dass keine Ausschließlichkeitsrechte vereinbart werden. Wenn ich als Staat Daten zur Verfügung stelle, dann muss ich das jedem zur Verfügung stellen zu gleichen Bedingungen, der die Anforderungen erfüllt. Und ich darf nicht sagen, nur Forscher A kriegt die Daten, Forscher B kann ich nicht leiden, der kriegt sie nicht. Der Data Governance Act formuliert auch Anforderungen für freiwillige Datenfreigaben. Ich muss also beispielsweise mich registrieren. Ja? Weitere Anforderungen sind zu berücksichtigen. Und er stellt auch Anforderungen auf für solche Datenräume zum Datenteilen, für Datenintermediäre. Allerdings muss man da differenzieren. Der Data Governance Act hat eigentlich, so verstehe ich ihn jedenfalls, eine wettbewerbsrechtliche Regulierung vor Augen, ohne dass er aber nach Marktmacht differenziert. Deshalb widmet er sich zumindest im privaten Bereich. Deshalb widmet er sich für die privaten Datenintermediäre, solchen Intermediären, die einen direkten Zugang zwischen Nachfragern von Daten und Anbietern von Daten herstellen. Er trifft allerdings jedenfalls, wenn ich den Entwurf nehme, der aktuell vorliegt, keine Regelungen für Datenräume, in denen nur eine Datenauswertung stattfindet, wenn eben nur die Forschungsergebnisse am Ende hinausgetragen werden. Artikel 2 Absatz 2a kann ich da vielleicht mal für diejenigen, die es im Netz nachschauen wollen, hier erwähnen. Daher bleibt hier Regelungsspielraum für den nationalen Gesetzgeber. Den könnten wir ausnutzen. Wir könnten auf nationaler Basis tätig werden. Wir könnten einen nationalen Erlaubnistatbestand schaffen für solche Datenverarbeitungen in sicheren Datenräumen, könnten die Anforderungen für diese Datenräume definieren. Natürlich ist die europäische Regelung immer diejenige, die ich bevorzugen würde, damit wir eine einheitliche europäische Regulierung auch haben. Da könnte sich der Health Data Space anbieten, wenn man dort anfängt, den zu regulieren. Man könnte auch schauen, ob man im Data Act, der ja für Q4 2021 angekündigt ist, dort Regelungen hineinschreibt. Ich möchte hier nicht in die Zukunft gucken, deshalb begnüge ich mich damit, Ihnen den jetzigen Einfluss des Data Governance Act auf unsere Überlegungen hier mal zu präsentieren und meinen Regelungsspielraum, die Folie habe ich gerade vergessen, weiter zu klicken, hier einfach mal zu skizzieren, von dem ich ausgehe, dass wir ihn haben. Würde mich jetzt freuen, wenn wir über das hier auch ein wenig diskutieren könnten. Ganz vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Professor Specht. Nehmen Sie gerne Platz. Lars Röhmheld kommt auch wieder mit auf die Bühne und wir möchten gerne ein, zwei Fragen stellen noch. Lars hat auch parallel noch Slido offen. Vielleicht gibt es auch da noch einige Fragen von draußen. Nick, wir haben gerade eben gehört, Datentreuhänder, Datenintermediäre im EU-Recht. Wie passt das denn zu einer Forschungsdatenstrategie des BMG aktuell? Also ich sehe da keinen Widerspruch. Wir haben eine Infrastruktur, die wir aufbauen, die wir im Blick haben. Ich habe es in meinem Vortrag ja auch gesagt, für uns ist es wichtig, dass wir diese öffentlichen Räume haben, diese Datenhalter aus der öffentlichen Hand, aber dass es daneben auch noch Platz gibt für weitere Akteure und für weitere Zwecke. Wir können auf der Grundlage, die wir aktuell sehen, nicht alles abdecken. Und ich glaube, dass da der Data Governance Act auch ein gutes Mittel ist, um auch diesen Raum ein Stück weit zu öffnen und auch zu regeln. Weil ansonsten wird dieses Vakuum durch andere Anbieter ausgefüllt werden. Wir sehen sehr großes Interesse der GAFA-Anbieter, in den Gesundheitsmarkt hereinzukommen. Die haben sehr einfachen Datenzugang. Wenn wir nicht wollen, dass die Gesundheitsdaten irgendwann von Google, Apple, Facebook verwaltet werden, müssen wir solche rechtssicheren europäischen Räume schaffen. Entweder im mittelstaatlichen Recht oder im europäischen Recht. Ist das BMG denn sehr stark an diesem Data Governance Act beteiligt? Wird das sehr stark monitort? Versuchen Sie mitzugestalten? Oder wie ist das zu verstehen zurzeit, dieses Vorhaben? Liegt das parallel zu den nationalen Agendas? Das liegt parallel zu dem, was wir national machen. Und selbstverständlich sind wir im Referat 511 daran sehr stark beteiligt im Haus, aber auch weitere
Referate bei uns sind mit dem Data Governance Act betraut. Wir haben eine Koordinierung im Haus und wir sind ganz eng in die Ressortabstimmungen auch involviert und bringen da halt eben auch den Gesundheitsfokus mit rein. Aber neben dem Data Governance Act schauen wir natürlich auch schon, was kommt danach? Denn der Data Governance Act ist ein horizontaler Rechtsakt, der im Grunde ähnlich wie die Datenschutzgrundverordnung beim Datenschutzrecht die Rahmen setzt, aber die Ausgestaltung wird für die einzelnen Gesundheitsdaten oder einzelne Datenräume später noch separat geregelt werden. Und da laufen jetzt schon Vorbereitungen für einen Rechtsakt zum sogenannten European Health Data Space, in dem natürlich dann die Spezifizierungen für den Gesundheitssektor zu treffen sind. Und da haben wir natürlich auch jetzt schon einige Vorhaben mit begleitet und betreut. Da läuft schon eine gemeinsame Maßnahme mit 22 Mitgliedstaaten und 4 Nicht-EU-Mitgliedstaaten, um im Grunde eine Governance-Infrastruktur für die Gesundheitsdatenverarbeitung in Deutschland, gerade was die Sekundärdatenverarbeitung angeht, aufzubauen. Frau Professor Specht, es handelt sich bei diesem Data Governance Act ja um eine Verordnung, eine EU-Verordnung. Also wir würden eigentlich sagen, die findet unmittelbar Anwendung in allen Mitgliedstaaten, ist verbindlich anzuwendendes Recht. Und aus der Datenschutzgrundverordnung kennen wir das. Da gibt es dann Recht, das unmittelbar entsprechend auch bestehendes nationales Recht etwa überschreibt. Untechnisch gesprochen. Wie ist das denn jetzt hier? Soweit ich diesen Data Governance Act verstanden habe, regelt er ja gerade das, was wir vielleicht auch möchten, nämlich Rechtssicherheit schaffen durch Rechtsgrundlagen, gerade nicht. Also er hat ja keine datenschutzrechtlichen Befugnisnormen. Ist das eine Wunschvorstellung, wie man so etwas regelt, oder hätten Sie da Kritik dran, würden Sie das gerne anders ausgestalten? Ja, also ich würde mir tatsächlich, oder ich hätte mir gewünscht, jetzt ist es schon längst zu spät, ja, dass man tatsächlich Datenzugangsinfrastruktur und materiell-rechtliche Datenzugangsregeln zusammendenkt. Und der Data Governance Act macht jetzt das eine, er guckt sich verschiedene Datenzugangsinfrastrukturen an und lässt die datenschutzrechtlichen Befugnisnormen oder vielleicht auch die Verbote, die wir haben wollen, jedenfalls die ganzen materiell-rechtlichen Voraussetzungen eigentlich ungeregelt. Und das halte ich gelinde gesagt für unglücklich, weil man sich natürlich ein Flickenteppich von verschiedenen Regelungen ergibt, die man nachher zu beachten hat. Also es wäre mein Wunsch gewesen, dass das zusammengedacht wird, aber das ist nicht erfolgt und damit müssen wir, ich glaube, jetzt bis zu einem gewissen Grad reden, denn so wahnsinnig viel modifiziert werden wird der Data Governance Act ja wahrscheinlich nicht mehr. Wenn ich noch eine ganz banale Frage stellen darf. Wir hatten schon vom Forschungsdatenzentrum gesprochen, das ja eine Art Datentreuhänderschaft übernimmt, um ein Reidentifizierungsrisiko dieser Daten zu reduzieren. In Ihrem Konzept kommen ja nun auch private Datentreuhänder vor. Warum und was verändert das nochmal für die Forschungslandschaft? Also ich glaube, ich kann an das anschließen, was Nick Schneider gesagt hat und was auch Herr Renner vorhin schon gesagt hat. Die Forschungsdatenzentren sind ein super Ausgangspunkt, aber ich glaube nicht, dass sie alle Forschungsinteressen, die im öffentlichen Interesse liegen, befriedigen können, weil wir immer nur spezifische Datensätze haben, die dort gespeichert werden. Das muss ja auch durch den Gesetzgeber freigegeben werden. Jetzt haben wir zwar die Möglichkeit, auch durch die elektronische Patientenakte was freizugeben, aber vertikal verteilte Daten, die also an unterschiedlichen Stellen liegen und die unterschiedliche Themen betreffen, können ja nicht ohne weiteres zusammengeführt werden. Und dafür, glaube ich, ist es wichtig, dass wir private Datenteilungsräume zur Verfügung stellen können, wo dann Klinik A und Klinik B sagen können, wir wollen jetzt, was weiß ich, erforschen, wie sich Covid-19 auf andere Krankheiten auswirkt. Ich bin kein Mediziner. Verzeihen Sie mir da die laienhafte Darstellung, ja. Aber so stelle ich mir das eben vor, wenn unterschiedliche Daten auch zusammengeführt werden sollen. Wenn wir dafür einen sicheren Raum anbieten, der A, durch staatliche Akkreditierung in irgendeiner Form tatsächlich akkreditiert ist, wo also vorausgesetzt wird, dass bestimmte Bedingungen erfüllt sind, wo die IT-Sicherheit eine ganz, ganz große Rolle spielt, also ein privater Raum, der im Prinzip abbildet, was auch das Forschungsdatenzentrum an Sicherheit abbildet, dann glaube ich, kann man es verantworten, dass Daten dort zusammengeführt und ausgewertet werden dürfen, wenn sie danach eben wieder gelöscht werden. So. Jetzt haben Sie schon gesagt, viel auf europäischer Ebene kann man nicht mehr erreichen, aber vielleicht an beide sozusagen ein bisschen auch als Abschlussfrage. Was sind denn jetzt vielleicht Ideen, wie man mit solchen Anstößen in der neuen Legislatur umgehen kann? Frau Specht. Gute Frage. Ich bin Gott sei Dank kein Politiker und muss das nicht entscheiden.
Ich glaube, wir müssen uns ganz intensiv mit dem Thema beschäftigen, gerade wenn es um die einzelnen Datenräume geht, die wir ausgestalten. Weil wenn wir jetzt die Regulierung einmal im Data Governance Act bekommen, auf den wir vielleicht noch in gewisser Form Einfluss nehmen können, aber wo natürlich auch schon viel festgezurrt ist, dann können wir uns jedenfalls im European Health Data Space vielleicht noch ein bisschen mehr konzentrieren auf eine Systematisierung des ganzen Datenzugangssystems. Und was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist, der Data Act ist noch nicht so festgezurrt wie der Data Governance Act. Und insofern könnte man da gegebenenfalls natürlich auch nochmal versuchen, darauf Einfluss zu nehmen, oder was heißt darauf Einfluss zu nehmen, aber versuchen, die Diskussion anzustoßen. Was ist denn mit einem Forschungsdatenzugang? Kann man da nicht auch schon mal die Grundpfeiler in die richtige Richtung einstoßen? Ja, vielleicht ergänzend, um nicht das zu wiederholen, müssen wir national natürlich genauso ran. Wir müssen sehen, dass wir hier mit klaren Befugnisnormen die Forschungsdatenlandschaft weiterentwickeln, dass wir es schaffen, diese verschiedenen Datensilos wenigstens über Federated Learning oder andere Systeme zusammenzuführen, dass Ergebnisse aus den verschiedenen Silos rauszuholen, die Vernetzung hinzubekommen. Thomas Renner hat sehr gut gesagt, wir haben ja Datenverfügbarkeit, wir haben viele Silos, es gibt Daten sind da, sie werden nur zu wenig genutzt und das müssen wir jetzt erreichen. Wir müssen diese Daten nutzbar machen, ohne dann die einzelnen Menschen und deren Daten zu gefährden. Ja, das ist, glaube ich, jetzt dieser Balanceakt, den wir schaffen müssen und da hilft im Grunde nur Rechtssicherheit. Wie können wir rechtssicher diese großen Datenbestände nutzen? Wir müssen auch sehr viel Aufklärungsarbeit da leisten, einfach zu erklären, dass zum Beispiel, wenn wir Algorithmen trainieren wollen, ist das für den Programmierer, für den Algorithmus, egal von wem diese Daten sind. Da geht es ja nicht darum zu wissen, ist das ein Datum von Philipp Kircher, ist das ein Datum von Luisa Specht oder von Nick Schneider. Es geht darum, welche Gesundheitsdaten liegen zugrunde, wie können wir auf Grundlage dieser Daten neue Erkenntnisse schaffen. Und ich glaube, da müssen wir diesen Wandel von einem Abwehr-Datenschutzrecht hin zu einer modernen Datenpolitik schaffen, die den Menschen schützt, aber Datennutzung ermöglicht. Ich glaube, diesen Kulturwandel, den haben andere EU-Mitgliedstaaten schon hinter sich. Ich gucke da gerade nach Finnland, nach Dänemark, gerade die skandinavischen Länder haben dann eine sehr, sehr viel offenere Datenpolitik, die nicht zulasten des Einzelnen geht. Aber dann brauchen wir natürlich auch eine Sanktionierung des Missbrauchs. Da brauchen wir eine gute Aufsicht, die dann sagt, wenn jemand versucht, aus diesen komplexen großen Datenbeständen einzelne Personen zu identifizieren, dann muss das sehr stark bestraft werden und das muss strafbewehrt sein. Und das geht dann bei einem ärztlichen Kollegen oder einer Kollegin zum Beispiel so weit zu sagen, dann riskiert man auch seine Approbation, wenn man auf einen Datensatz zugreift, auf den man nicht zugriffsberechtigt ist. Ich glaube, wenn wir das schaffen, dann schaffen wir auch eine moderne Datenpolitik, die der Versorgung, der Forschung und auch der Wettbewerbsfähigkeit zugutekommt. Ganz herzlichen Dank für diese Impulse, für diese Perspektiven. Nick Schneider, Frau Professor Specht-Riemenschneider, Dankeschön. Danke Ihnen. Und ich darf unseren nächsten Gast vorstellen, nachdem wir jetzt die politische Komponente hatten und die rechtliche Komponente hatten und einen Ausblick hatten, geht es jetzt darum, das nochmal zu konkretisieren und über echte Forscher zu sprechen, echte Forschungsprojekte, deren Bedürfnisse und natürlich ganz wichtig auch, wie solche Forschung Patientenversorgung in Deutschland verbessert. Wir haben zu Gast Herrn Privatdozenten Enno Swart. Er ist Dozent an der Uni Magdeburg und Sprecher der AGENS, der AG Erhebung und Nutzung von Sekundärdaten und damit ein ausgewiesener Experte und auch durchaus schon politisch aktiv geworden im Bereich des Forschungsdatenzentrums. Herr Swart, vielen Dank, dass Sie heute hier sein können. Es tut mir leid, dass Sie ein solches Logistikchaos auf sich nehmen mussten, um dann jetzt doch per Zoom hier zu sein. Wir freuen uns nichtsdestoweniger, dass Sie hier sein können. The floor is yours. Sie haben ungefähr eine Viertelstunde. Ja, herzlichen Dank. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Und ich möchte auch meinen Kollegen Holger Gothe entschuldigen, der ebenfalls in den Nachwehen des Bahnstreiks gestrandet ist. Und ich freue mich sehr, dass ich Gelegenheit habe, vor Ihnen zu sprechen und das aufnehmen kann, die verschiedenen Bälle, die von meinen Vorrednerinnen und Vorrednern ins Spiel gebracht wurden. Und etwas zu verdeutlichen, worin denn der konkrete Nutzen eines Forschungsdatenzentrums, einer integrierten Datenplattform für die Forschung, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes liegen könnte. Und
den Punkt 1 meines Vortrags, den kann ich relativ knapp abhandeln, weil dafür ist darüber ist so viel gesagt worden, dass ich mich nur wiederholen würde. Ich möchte stattdessen dann etwas ausführlicher auf zwei aktuelle Beispiele eingehen, nämlich die Diabetes Surveillance, das Programm des Diabetes Surveillance des Robert-Koch-Instituts und der Narko-Gesundheitsstudie, in der ich auch an einer zentralen Stelle beteiligt bin, und um dann aus beiden Themen kommend einen Ausblick zu wagen auf das FDZ Gesundheit, so wie es von Herrn erst schon vorgestellt wurde und wie es aber sich ja auch fortentwickeln soll in den nach dieser ersten Ausbaustufe. So, über die aktuellen Datenbedarfe ist viel gesagt worden. Es geht um Morbidität und Mortalität, auch um Inanspruchnahme und medizinischer Leistungen, auch disaggregiert nach soziodemografischen, klinischen, regionalen Merkmalen, sodass wir in der Lage sind, also auch für Aussagen über Morbidität, Mortalität in verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu treffen, damit also auch vielleicht Zielgruppen von Präventionsansätzen zu reden, beziehungsweise die konkrete Angebote zuzuschneiden. Herr Hess hatte schon gesagt, die Daten sollten umfassend sein, sie sollten zeitnah und mehrjährig sein und damit sozusagen aktuellen Forschungsbedarfen auch gerecht zu werden. Das muss nicht immer gleich Covid-19 sein, wo es ja sozusagen um fast tagesaktuelle Daten geht, sondern aber auch viele aktuelle Brennpunkte, die unmittelbaren Evidenzbedarf haben. Sie sollten die Art der Datenzusammenführung, Zusammenstellung sollte auch um aktuelle Erfordernisse aufzugreifen, vielleicht sogar modifizierbar, flexibel gestaltet werden können. Und es geht eben auch um die Verknüpfbarkeit der Daten untereinander in einem Forschungsdatenzentrum, genauso wie mit externen Daten. So, und Herausforderungen, Probleme wurde auch schon gesagt, es geht eben verschiedene Datenquellen, die sehr mächtig sind, aber die bei unterschiedlichen Eignern liegen und unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen und Nutzungsvoraussetzungen haben. Datenschutz ist gesagt worden. Und die zumindest die bisherigen begrenzten Dateninhalte nach der alten DATRAF, aber da hat ja Hess schon gesagt, dass da ein nennenswerter Schritt nach vorne jetzt gemacht wird. Und gleichwohl ist es immer noch so, dass die Aktualität und Disaggregierbarkeit der Daten zum Teil eingeschränkt ist und die Verknüpfbarkeit untereinander eingeschränkt oder unmöglich ist aus technischen oder auch aus rechtlichen Gründen. So, allgemeiner Einstieg, und jetzt möchte ich zum ersten Beispiel kommen, zur Diabetes Surveillance des Robert-Koch-Instituts, dieser dort seit 2016 aufgebaut wird für die Volkskrankheit Diabetes mit ihren bekannten Komplikationen, Spätfolgen und hohen gesundheitspolitischen oder auch insgesamt volkswirtschaftlichen Kosten, vielleicht als Prototyp für andere Volkskrankheiten, die ja ebenso eine hohe Relevanz haben. Und dieses Surveillance-System soll repräsentative Daten bundesweit, aber auch stratifiziert nach Alter, Geschlecht, sozialen Merkmalen, Daten zur Entwicklung des Diabetes liefern, aber auch zum Gesundheitsverhalten, das ja eine maßgebliche Determinante ist, und auch die Einschätzungen zum Gesundheitsverhalten, zu dem, was man selbst tun kann, einfach um damit auch Präventionsansätze verhaltens- oder verhältnisbezogener Art ableiten zu können und sie dann mit entsprechend zeitlicher Verzögerung auch in ihren Auswirkungen evaluieren zu können. Und das Ganze geht eben mit Primärdatenbefragung, das ist ja das Steckenpferd des Robert-Koch-Instituts, eben alleine nicht, sondern man braucht ergänzendem Sekundärdaten auf der Basis expertenkonsentrierter Indikatoren. Und das läuft im Augenblick beim RKI. Der Kollege Holger Grote ist dort im wissenschaftlichen Beirat. Und es geht eben um die Datenbestände nicht nur der gesetzlichen Krankenversicherung, sondern ebenso der deutschen Rentenversicherung und als den Hauptsträngen oder für die Diabetes die maßgeblichen Hauptsträngen, Hauptträgern der ambulanten, stationären und rehabilitativen Versorgung. Und es gibt eine Reihe von Indikatoren, die konsentiert wurden, und einige, die tatsächlich allein
auf Sekundärdaten beruhen, weil es eben Daten sind, die man anderswo gar nicht bekommt oder die über Primärdaten eben nicht vollständig, nicht valide abgebildet werden können. Das Ganze kann man dann in einem Datenmodell bauen oder das RKI ist dabei, dieses Datenmodell zu bauen. Und Sie sehen eben, dass es links oben die Surveys des RKI, links unten die Abrechnungs-, die Sozialdaten, über die wir heute ausführlich gesprochen haben. Und es kommen eben hinzu eben noch die Krankheitsregister, auch darüber wurde schon gesprochen. Und schließlich auch Elemente der amtlichen Statistik. Also man sieht jetzt schon, dass dieses Forschungsdatenmodell oder dieses Forschungsdatenzentrum Gesundheit eben mehr sein kann, sollte, als nur die Zusammentragung von Sozialdaten der Sozialversicherungsträger. Okay, ich komme zum zweiten Beispiel, zur Narkogesundheitsstudie, die seit 2013 läuft und die bislang größte deutsche Kohortenstudie ist mit 205.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und die ähnlich auch wie die Diabetes-Surveillance darauf zielt, determinanten Verlauf, Ergebnis großer Volkskrankheiten abzubilden, zu untersuchen. Das ist, dazu gehört Diabetes, aber eben auch Krebs, neurologische Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfall und Myokardinfarkt. Und man will einfach besser verstehen, wie denn das Zusammenwirken ist soziodemografischer, klinischer, genetischer und sozialer Faktoren bei Verlauf dieser Krankheit, auch bei der Entstehung. Und gleichzeitig, da sind dann schon erste Anknüpfungspunkte zum Forschungsdatenzentrum Gesundheit. Es geht eben darum, auch weil da so viel Geld reinfließt, über 200 Millionen Euro bislang an öffentlichen Forschungsgeldern, dass es eben nicht nur den unmittelbar beteiligten Forschern zugutekommen soll, sondern auch eine Forschungsdatenbank aufgebaut werden soll, die unter formalisierten Bedingungen für Dritte die Arbeit mit diesen Daten ermöglichen soll. Und ist so ein bisschen gesagt, ja, dass die NARCO könnte vielleicht, wenn es gut läuft, die deutsche Framingham-Studie werden, die Anfang der 50er Jahre in den USA, in Boston aufgelegt wurde und maßgeblich war beim Verständnis der Entstehung und Verlauf von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber diese Ziele können nur erreicht werden, wenn man nicht nur die Primärbefragung und Untersuchung in den Studienzentren nutzt, sondern eben weitere Datenquellen einbaut. Eben zum Beispiel die Daten der Sozialversicherungsträger, aber auch Krankheitsregister. Und weil nur damit maßgebliche Endpunkte wie Neuerkrankungen, Pflegebedürftigkeit, Tod unverzerrt erfasst werden können. Denn Sie können sich vorstellen, bei einer Kohortenstudie, wo es um die aktive Mitarbeit der Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer geht, die regelmäßig im Studienzentrum aufschlagen müssen, dass da eine hohe Selektivität zu erwarten ist, wenn es darum geht, diese nachzuverfolgen. Und gerade weil, wenn aus Gesundheitsgründen die weitere Teilnahme selbst bei Willen nicht mehr möglich ist, dann können gerade diese ergänzenden Daten Auskunft über Ergebnisse der verloren gegangenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer liefern. Das Ganze ist aber im Augenblick ohne dieses Forschungsdatenzentrum mit hohem logistischen Aufwand verbunden. Allein mehr als 100 Daten einer bei den Sozialversicherungsträgern, also bei der Rentenversicherung, bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Mit jedem einzelnen Daten einer müssen Verträge zur Kooperation abgeschlossen werden und auch dann individuelle technische Lösungen müssen gefunden werden. Das Ganze passiert, um ein teilnehmerbezogenes Datenlinkage zu machen, was bislang über die bisherige DATRAF nicht möglich ist. Und da ist die Bevölkerung und die Teilnehmer teilweise weiter, als man es denkt, vielleicht vordergründig. 90% der angesprochenen Teilnehmer haben wirklich ihre Einwilligung gegeben, dass ihre eigenen Krankenversicherungsdaten, Rentenversicherungsdaten unter geschützten Bedingungen wissenschaftlich genutzt werden können. Also da ist ja auch gesagt worden, da ist die Bevölkerung manchmal sogar schon weiter als die Diskussion in der wissenschaftlichen und politischen Öffentlichkeit. So, worin könnten die Potenziale liegen?
dass man zum Beispiel sagt, wir haben ein Forschungsdatenzentrum beim BfArM und dort liegen Daten aller GKV und die können strukturiert genutzt werden, standardisiert genutzt werden. Und man muss nicht mit jeder einzelnen GKV einen Vertrag schließen. Das Gleiche gilt letztendlich auch für die anderen Forschungsdatenzentren der anderen Sozialversicherungsträger. Die Verfügbarkeit ist längerfristig gegeben, auch retrospektiv, anders als bei der GKV. Und diese technischen Insellösungen, die jetzt teilweise gefunden werden müssen, die würden auch der Vergangenheit angehören. Und das Datenlink ist ja in der Tat auch konzeptionell angedacht, auch wenn es in dieser Form, wie es für die NARCO notwendig würde, in der ersten Ausbaustufe noch nicht umgesetzt wird. Und das FDZ kann eben auch Referenzdaten liefern, weil wir davon ausgehen müssen, dass diese Teilnehmerinnen und der NARCO tatsächlich auch sozusagen positiv verzerrt sind. Und wir wollen ja trotzdem Schlussfolgerungen auf die gesamte Bevölkerung ziehen. Und wir müssen sozusagen die Verzerrung, die wir uns in der NARCO einhandeln, sozusagen adjustieren, referenzieren auf Angaben aus der Gesamtbevölkerung. Und auch diese Daten könnte ein FDZ liefern. Ja, die Konsequenzen aus der Forschung, FDZ Gesundheit ist mehr als nur eine Sammelstelle für GKV-Daten. Die Daten müssen auch nicht zwingend aus unserer Sicht alle in Köln gehostet werden, sondern solange es möglich ist, diese Daten untereinander zu verknüpfen. Und wir sind ja auf einem guten Weg. Aus unserer Sicht sind da viele Wünsche der Forscher schon umgesetzt worden, dass diese Datenbereitstellung sehr viel zeitnäher und flexibler ermöglicht wird, als in der Vergangenheit es möglich war. Darüber hat ja Herr Hess ausführlich berichtet. Und was, glaube ich, Not tut in diesem ganzen Kontext der intensiven wissenschaftlichen und rechtlichen Diskussion, dass es zu einem kontinuierlichen Dialog von Wissenschaft und Datenschutz kommt. Und der ist manchmal nicht so gut, nicht so intensiv, wie er denn sein könnte. Und es ist immer noch von auch Einstellungen, Einzelmeinungen abhängig mitunter bei den Datenschützern. Und ich glaube, da kann ein kontinuierlicher Dialog das Verständnis der jeweiligen Gegenseite ja verbessern. Und was ja auch in der Tat wichtig ist, das hat auch ja Hess gesagt, dass wir uns wünschen, und das ist ja auch umgesetzt worden, dass die Nutzer, die Forscher, aber auch andere potenzielle Nutzer eines FDZ in die Weiterentwicklung tatsächlich eingebunden werden. So, und letzte Folie, warum reden wir? Wir reden ja nicht nur aus Sicht der Forscher darüber, über das FDZ Gesundheit, sondern auch darüber, was hat denn die Bevölkerung, die Bürgerinnen und Bürger davon? Wir werden ja auch an die Universitätsangehörigen aus öffentlichen Mitteln bezahlt. Und warum sollte es im Interesse der Politik, der Gesellschaft sein, so ein FDZ aufzubauen? Ihr vordergründiges Argument ist, Deutschland hat da wissenschaftlichen Nachholbedarf. Also es gibt viele andere Länder, die sind genannt worden, Skandinavien, Neuseeland, Australien, Kanada, wo es sehr viel einfacher ist, diese Dateninfrastruktur zu nutzen. Wir können Daten liefern zu Krankheiten, zur Entwicklung von Krankheiten aus normalen Lebenskontexten, anders als die hochselektierten klinischen Studien meistens Daten liefern, wo man immer überlegen muss, wie ist das mit der Übertragbarkeit. Durch ein FDZ Gesundheit würde ein klarer, standardisierter, transparenter Zugang gesichert, der auch sozusagen Vertrauen schaffen kann über das, was dann mit diesen Daten passiert. Davon ist ja auch in der vorhergehenden Diskussion geredet worden. Und letztendlich geht es darum, wir haben einen Datenschatz, der mit viel Geld auch aufgebaut wurde, mit Steuergeldern, mit Beiträgen der Versicherten im soziales Versicherungssystem. Und das sollte einfach sozusagen besser genutzt werden, dieser Datenschatz. Es ist eigentlich Verschwendung von Geld, diesen Datenschatz nicht bestmöglich zu heben. Wir als Forscher würden sozusagen, hätten mehr Luft für unsere eigentliche Forschungstätigkeit, wenn der administrative Aufwand für diese Datenerschließung verringert würde. Und letztendlich, glaube ich, ist es mehr als bislang sozusagen gesagt, durchaus auch Umsetzung eines breiten Bevölkerungswillens, dass diese Daten der Forschung zugeführt werden, weil
die Bürger ja auch gerade die chronisch Kranken ja merken, es ist viel Luft nach oben, es gibt breiten Forschungsbedarf und ein FDZ-Gesundheit könnte aus unserer Sicht wirklich der Umsetzung dieses Bevölkerungswillens dienen. Und damit bin ich am Ende hoffentlich in der Zeit einigermaßen und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank, Herr Swart, für die Einblicke in die Forschungsrealität und auch die Verknüpfung dazu, was es für Patienten und Patientinnen in Deutschland bedeuten kann und wie die Verfügbarkeit solcher Daten das Erleben der Patienten verbessern kann. Ich hätte noch ganz viele Fragen an Sie, aber leider ist der Zeitplan nun so straff, dass ich mich leider einfach nochmal bedanken muss bei Ihnen und mich für Ihren Vortrag bedanke. Vielen Dank. Dann möchte ich Sie alle, die hier im Saal und im Stream noch bei uns sind, enttäuschen, weil wir Sie noch nicht entlassen, sondern uns noch die 5 Minuten wieder zurückholen wollen, die wir zu Beginn später angefangen haben, weil wir uns die Chance nicht nehmen lassen wollten, Dr. Philipp Kircher und ich, als HIH noch ein paar letzte eigene Ideen und Impulse zum Thema Forschungsdaten mitzugeben und ein bisschen in die nächste Legislaturperiode hineinzudenken, was könnte denn so passieren und wie könnten wir noch weitere Nutzen heben aus solchen Daten. Und da wir auch ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken. Das erste Beispiel geht sehr tief ins Detail und ich muss Sie bitten, kurz bei mir zu bleiben, weil es darum geht, was mit Kassendaten direkt gehoben werden kann und Patienten nutzen. Und dazu muss man verstehen, dass wenn nun ein Patient, eine Patientin ins Krankenhaus läuft, dort relativ schnell, innerhalb von 3 Tagen spätestens, eine sogenannte Aufnahmesatz an die Kasse geschickt wird. Das heißt, das Krankenhaus sagt, hier ist ein Patient, der meint, der wäre bei dir versichert, liebe Kasse, zahlst du die Kosten wohl. In der Regel geht es innerhalb von 24 Stunden hin und her und die Kasse schickt dann zurück, ja, Kostenübernahme, der ist bei mir versichert und unter bestimmten Parametern könnt ihr den behandeln und ich bezahle das dann auch. Dabei wird heute schon der Pflegegrad von diesem Patienten mit übermittelt, weil der eine Rolle spielt, wann ich den Patienten entlassen kann, ob der hinterher in die ambulante Pflege kommt oder nicht. Das heißt, ich habe so einen Datentransfer vom Krankenhaus in die Kasse und wieder zurück innerhalb von 24 Stunden, wo ich längst medizinische Daten übertrage auf dem Rückkanal. Und wenn man sich nun überlegt, was bei der Kasse noch passiert, nämlich dass der Arzt, die Apotheke und alle anderen Leistungserbringer dort auch längst Daten hin übertragen, die ja die Basis sind dafür, dass wir das Forschungsdatenzentrum machen, dann muss man sich doch fragen, warum die Kostenübernahme eigentlich alleine läuft und warum da nicht viel mehr mitläuft. Und wenn man sich nun diesen grünen Kasten anguckt, so eine Art Kassendatensteckbrief, dann merkt man, dass da ganz viel von dem, was Frau Dr. Jona heute Morgen nannte, als eine Art Notfalldatensatz drinstecken könnte, mit dem entscheidenden Unterschied, dass es für alle gesetzlich versicherten Patienten in Deutschland sofort funktionieren würde. Das heißt, ich habe nicht mehr das Thema der EPA-Verbreitung, ich habe nicht mehr das Thema der mangelnden Smartphone-Bereitschaft. Ich könnte aus Kassendaten so einen Steckbrief rekonstruieren. Nun gibt es viele Gründe, dass das nicht ganz so einfach ist, weil man da ein wenig in die technischen Details und die medizinischen Details reingucken muss. Aber auch das ist ein Nutzen für Patienten aus Kassendaten, den wir noch nicht in meinen Augen hinreichend heben. Kann man lange darüber diskutieren, wollen wir jetzt mit Blick auf die Zeit nicht. Nur der Hinweis sei gestattet auf das Projekt TOP, dass das im Bereich der pharmakologischen Daten bei Medikation schon tut und probiert, vom GBA gefördert und dass man sicherlich hoffentlich noch ausweiten kann. Ein zweiter Punkt, und das wurde gerade von Herrn Swart schon angerissen, warum machen wir eigentlich Forschung? Naja, weil wir eigentlich über alle Patienten in Deutschland etwas aussagen können wollen. Nun haben wir einen Teil der Patienten in Deutschland, das sind Krebspatienten. Und das Problem, dass wenn wir rein mit einer Datenspende arbeiten aus der EPA, dieses Problem hier passiert. Dass nämlich ein Teil der Patienten seine Daten spendet und das ist möglicherweise ein noch kleinerer Teil der Krebspatienten, sagen wir mal. Und deswegen die Rückführung der Daten, die gespendet wurden, auf die Grundgesamtheit der Krebspatienten schwierig sein kann. Deswegen haben wir in der letzten Legislaturperiode Investitionen gesehen in einmal Registerdaten, die klinische Daten erfassen, sowie das Krebsregister, und einmal in Kassendaten im Forschungsdatenzentrum, die die besprochenen Abrechnungsdaten umfassen.
Das heißt, ich habe auf der einen Seite die sehr tiefen klinischen Daten in besonderen Fällen erfasst von allen Krebspatienten und auf der anderen Seite habe ich die Abrechnungsdaten von allen Patienten in Deutschland. Und nun kann man sich ja fragen, warum trotzdem noch die Datenspende? Weil ich damit eben in Sonderfällen sehr tiefe klinische Daten von bestimmten Populationen kriegen kann, zum Beispiel im Rahmen von Studien oder im Rahmen von besonderen Interessensgruppen. Das war in der Vergangenheit schwierig und an der Stelle übergebe ich an den Juristen. Wir wollten uns auch nochmal anschauen, natürlich können wir auf vielen gesetzlichen Grundlagen arbeiten. Wir werden trotz allem in der Zukunft auch noch stark auf einwilligungsbasierte Datenverarbeitung setzen müssen. Die Frage ist dann immer, wie selbstbestimmt passiert das eigentlich durch eine Einwilligung? Man bildet sich ja ein, das ist dann sozusagen das Beste, was man erreichen kann mit einer Einwilligung. Wir haben drei Kriterien, die wir vor allem erfüllen wollen, die Anforderungen, die wir an eine Einwilligung stellen. Das ist die Informiertheit, Bestimmtheit und Freiwilligkeit der Einwilligung. Die Frage ist aber immer auch, wann fragen wir denn jemanden eigentlich nach seiner Einwilligung? Wir können das machen, wenn er entweder schon Patient geworden ist und also gerade eben eine schwere Diagnose bekommen hat und damit aber sich als geeignet für eine bestimmte Studie herausstellt. Oder wir können das vorverlagern zeitlich, wenn jemand noch Bürger ist und nicht bereits betroffen. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Die Patienten sind nämlich in der Regel dann, wenn es um Forschungsfragen geht im Krankenhaus, mit dem Kopf nicht bei der Frage, ob sie ihre Daten nun verwalten möchten, sondern bei der Frage, wie werde ich wieder gesund? Und vor allem spüren sie wahrscheinlich Abhängigkeiten zu den behandelnden Ärztinnen und Ärzten, die möglicherweise gleichzeitig die Forschungsfragen vorlegen und dementsprechend durch eine hohe Compliance Unterschriften leisten, die sie vielleicht gar nicht leisten möchten. Auf der anderen Seite, wenn wir den Bürger fragen würden vorne, der noch gar nicht weiß, dass er für etwas in Frage kommt, wissen wir eben nicht, passt er überhaupt auf die Studienfrage später und er wird sich im großen Vorfeld, ohne diese Relevanz zu erkennen zu können, auch nicht unbedingt einer großen Informationsmenge hingeben wollen, um seine informierte Einwilligung darauf basieren zu lassen. Das bedeutet, in rechtlichen Kategorien, wenn wir die Einwilligung spät einholen, ist sie höchstwahrscheinlich oder in vielen Fällen ist sie jedenfalls unfreiwillig, aber wir haben sie formal auf dem Papier. Und wenn wir das früher machen, dann haben wir jedenfalls Einschränkungen hinsichtlich der Informiertheit und der Bestimmtheit. Die Bestimmtheit wollen wir dann häufig ausgleichen, dadurch, dass wir mehr Informationen, mehr Transparenz zur Verfügung stellen. Das sieht dann ungefähr so aus, dass man 12 Seiten, ich möchte die MEI gar nicht wieder kritisieren, aber der aktuelle Entwurf des Broad Consent bedeutet 12 Seiten, nicht gerade sehr einfach geschriebenen Text zu lesen und entsprechende Einwilligungserklärungen mit abzugeben. Beides ist aber unzufriedenstellend und wir glauben deswegen, dass wir stärker hinarbeiten müssen auf Defaults, also gesetzlich vorgeprägte Verarbeitungsumgebungen, Verantwortlichkeiten, Zwecke und Mittel, die da bestimmt werden durch einen gesetzlichen Tatbestand. Und dann holen wir uns Elemente aus der Einwilligung rüber und sagen, das, was wir als Default haben, sichern wir zusätzlich ab durch natürlich eine bestimmte Grundinformation und dann aber durch eine technische Zugriffsfreigabe. Und wenn Sie diesen Begriff hören, denken Sie vielleicht schon an die ein oder andere Regelung im PDSG, wo es aber im Endeffekt dann doch eine Einwilligung geworden ist im Ergebnis. Aber wir glauben, dass wir auf diese Weise eine vorgezogene Selbstbestimmtheit sehr stark stärken können, besser als mit Widerspruchsmöglichkeiten. Das heißt, wir generieren dann mehr Rechtssicherheit und tatsächlich auch mehr Selbstbestimmung. Mein zweiter Punkt ist, wir müssen uns nochmal anschauen, wie wir mit dem Föderalismus umgehen. Das kam heute auch schon mehrfach zur Sprache. Ich glaube, der Datenschutz darf nicht weiter als Annexmaterie wahrgenommen werden, der sich immer andockt an das, was inhaltlich ansonsten geregelt wird, sondern er ist eine eigenständige Rechtsmaterie. Er bedarf deswegen auch einer eigenständigen Regelungskompetenz, bitte eine des Bundes, damit man das zentral regeln kann, damit wir dann eben dieses Datenschutzwirrwarr, was wir insbesondere in den Landeskrankenhausgesetzen sehen, konsolidieren können im BDSG und wenn das notwendig sein sollte und nicht auch ins BDSG funktioniert oder auch die sozusagen Problematik der Gesetzgebungskompetenzerstellung durch eine Grundgesetzänderung sich perpetuiert, dass wir das dann jedenfalls in ein einheitliches Forschungsdatenschutzgesetz des Bundes überführen müssten. Denn so können wir diese rechtlichen Unsicherheiten, die gar keine sozusagen gewollten Effekte mit sich bringt, auflösen können. Und der dritte Punkt aus juristischer Perspektive ist nochmal eine Reform der Datenschutzaufsicht zu überlegen. Wir wissen ja, wir haben einen Bundesdatenschutzbeauftragten, wir haben 17 Landesdatenschutzbeauftragte, weil Bayern 2 hat. Wir haben dann eine Datenschutzkonferenz, die notwendig ist, damit sich die alle wieder abstimmen können, damit sie nicht alles unterschiedlich auslegen. Und das Ganze müssen sie im europäischen Umfeld auch machen. Das heißt, wir haben nochmal den Europäischen Datenschutzausschuss. Das heißt, mindestens mal eine
20-fache Aufsichtssituation, ohne dass wir jetzt in den öffentlich-rechtlichen Bereich, öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaftsbereich geschaut haben. Das heißt, die Kirchen, andere Religionsgemeinschaften, die hier zu nennen wären. Die Einschätzung, meine Bewertung ist eher pessimistisch an dieser Stelle und ich glaube, so kommen wir nicht weiter. Das ist für alle auch unbefriedigend, auch für die Behörden selber. Die haben nämlich redundante Strukturen, kommen zu unterschiedlichen Auslegungsergebnissen. Ich sage nur Faxverbot in Bremen. Und wir haben einen ganz erheblichen Abstimmungsbedarf und das bei einer angespannten Personalsituation. Das ist eigentlich nicht optimal, um so zu arbeiten. Wir würden deswegen vorschlagen, bundeseinheitlich eine Datenschutzaufsicht zu kreieren und die bestehenden anderen Strukturen umzuwandeln in Datenschutzfachkompetenzzentren, in Datenschutzfachbehörden, die sich jeweils einem Thema verschreiben können und dann dort auch mit hoher Mannzahl, mit hoher Kompetenz entsprechend komplexe Fragen beantworten können. Das mal als einen Impuls und ich gebe noch einmal an den Datenwissenschaftler. Um nochmal richtig den Punkt zu unterstreichen, dass Daten eben kein reines Forschungsthema sind, sondern mit ganz vielen Dingen zu tun haben. Und um Ihnen ein bisschen Gesprächsstoff für die Kaffeepause zu geben, sei noch ein letzter Blick über den Atlantik gestattet in die USA, die dieses Jahr sehr spannende neue Rechtsprechung in Kraft treten lassen, über das letzte Ruling aus dem Cures Act. Sie ahnen schon, worum es gehen könnte bei dem Bildchen hier. Es geht um Interoperabilität. Und ich möchte anregen, vielleicht ein bisschen uns abzuschneiden von der neuen Sichtweise der Amerikaner, die das unter dem Begriff Information Blocking jetzt betreiben. Es geht nämlich gar nicht mehr um Interoperabilität, sondern es geht darum, dass Patienten ein Recht auf ihre Daten haben. Und jeder, der ihnen diese Daten nicht herausgibt, betreibt Information Blocking. Das heißt, es geht ein bisschen um ein Neudenken. Und was heißt das nun? Naja, ich möchte als Patient meine Daten verteilen an Apps, an KI, an meinen Hausarzt, auf meine Apple Watch, wie auch immer. Ich möchte diese Daten also haben. Und dafür reicht es nicht, die Daten ausgedruckt mitzukriegen. Dafür reicht es perspektivisch aber auch nicht, die Daten einmal in meine EPA gelegt zu kriegen, sondern ich möchte sowas wie einen Realtime-Feed haben dazu. Das haben die Amerikaner tatsächlich jetzt beschlossen. Provider, also Leistungserbringer und Kassen müssen ab Q2 des nächsten Jahres eine API auf FHIR-Basis, also auf einem Standard, anbieten, die in Realtime solche Daten zur Verfügung stellt und die ich dann anschließen kann an mein Patientenökosystem. Und wer das nicht tut, betreibt Information Blocking und unterliegt damit ziemlich heftigen Strafen und zwar nicht nur als Leistungserbringer, sondern auch als IT-Softwarebetreiber und Hersteller. Damit wird das Ding ein ziemlich scharfer Tiger, der das Recht des Patienten auf Informationen durchsetzt. Damit möchte ich Sie entlassen in die Kaffeepause, vielleicht ein bisschen angeregt und aufgeweckt mit Diskussionsbedarf. Ich möchte mich sehr bedanken bei Philipp Kircher und unseren Referenten und gute Erholung wünschen.